Heute bei Speedrandale. Eine Folge, die ist richtig. Hulga, Hulga! Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren wunderbaren Ausgabe von Speedrandale hier auf Rocket Beans TV, auf Hulga Beans. Hulga! Ja, wir haben kurz darüber gesprochen, ihr habt alle verstanden, worum es geht. Auf jeden Fall. Ja. Deshalb hoffe ich auch, dass ihr da draußen verstanden habt, worum es geht. Nämlich natürlich eine Referenz, ein Zitat aus den unsterblichen Voice Acting für Crash Bandicoot. Damals noch, im ersten Teil. Aber heute, ihr seht schon, er ist fleißig dabei und bereitet hier gerade ein bisschen vor. Stefan ist da und zeigt uns Crash Bandicoot 4. Schön, dass du hier bist. Genau, schön. Freut mich, dass ich da bin. Und ich freue mich auf jeden Fall, heute einiges zeigen zu können. Ja, also wir natürlich hier, Siehl, kannst du gerne ergänzen. Also für mich war Crash Bandicoot so eins meiner Leib- und Magen-Games zur PlayStation 1. Das war das, wo man gesagt hat, endlich, das geile Jump'n'Run für dann die Playstations. Gerade der vierte Teil, der ist ja gar nicht mal so lange her, dass er rausgekommen ist, den du uns gleich zeigen wirst hier, Stefan. Wir können eigentlich auch gerne ins Ingame schon mal übergehen, weil du spielst ja gerade noch mal ein paar Sachen frei. Und dann sehen wir schon mal ein paar schöne Gelegenheiten hier. Der vierte kam ja erst so 2019, 2020 oder so raus? 2020, im Oktober 2020. 2020 ist er gewesen und lange Jahre in Arbeit gewesen, aber das Gefühl war gleich wieder so ein bisschen da. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe es nicht lang gespielt, nur so ein bisschen, aber es sieht sehr cool aus und ich erinnere mich noch damals hier an diese schönen PlayStation-Demo-CDs, die man immer zu den Zeitschriften bekommt. Da war immer Crash Bandicoot dabei und ja, seitdem finde ich es eigentlich auch immer geil. Ich habe es immer gerne gezockt. Wie ist es denn bei dir, Stefan? Du spielst jetzt gerade noch ein paar Sachen frei. Du hattest Safe Games vorbereitet, da musst du noch ein, zwei Levels fertig machen, bevor du uns dann den Run oder die verschiedenen Sachen zeigst, die du zeigen möchtest. Genau. Wie war es bei dir mit Crash Bandicoot? Bist du mit dem Vierer jetzt so rangekommen, dass du gesagt hast, oh, das macht mir Spaß, dass ich Speedrun möchte? Oder bist du auch so ein Oldschool-Fan wie wir? Also ich bin auch ein Oldschool-Fan. Bin damals auch mit Crash Bandicoot 3 hauptsächlich reingekommen. Crash Bandicoot 1 und 2 gab es nur bei meiner Tante. Aber Crash Bandicoot 3 selber habe ich geliebt und ich weiß nicht, wie oft früher durchgespielt. Das war aber auf jeden Fall meine Zeit. Deswegen habe ich es dann auch sehr gefeiert, als die Insane Trilogy rauskam, wo man quasi alle Teile nochmal spielen konnte. Das war echt schon ein sehr cooles Ding, da nochmal in die 90er zurückgeworfen zu werden und das auch mit einer sehr coolen Umsetzung. Und was jetzt Toys for Bob und Activision mit Crash Bandicoot 4 abgeliefert haben, finde ich einfach mega geil, hat mich von Anfang an gecatcht. Ich bin erst kurz vorher überhaupt Speedrunner geboren, damals mit Cuphead Speedruns angefangen. Und dann halt, wo Crash Bandicoot 4 rauskam, hat mich das Spiel einfach gecatcht und ich bin dabei geblieben. Und das Spiel runne ich jetzt quasi, seitdem es released wurde. Ja, cool. Ja, ich bin gerade gleich sehr gespannt darauf, was du uns alles Verschiedenes zeigen willst. Rein von meiner Casual-Seite aus her. Ich spiele Jump'n'Runs sehr gerne. Heißt nicht, dass ich sie gut spielen kann. Und mir ist bei der Insane Trilogy mal wieder aufgefallen, hey, die Crash Bandicoot, so sehr ich sie gemocht habe, sie sind schon knackig. Ja. Die sind schon knifflig. Und bei Crash Bandicoot 4 nicht viel anders. Es ist schon ein anspruchsvolles Spiel. Wie bist du extra drauf gekommen? Also hat dich der Anspruch da noch mal mehr motiviert, dass du Speedrun? Du hast ja gesagt, du hast auch Cuphead gespielt. Das ist ja auch nicht ein Spiel für Einsteiger, sagen wir mal. Genau, also es hat mich auf jeden Fall sehr motiviert, dass es ein schweres Spiel ist. Ich weiß nicht warum. Ich habe früher auch mal probiert, andere Spiele zu Speedrun, wie Crash Team Racing oder ähnliches. Das hat mich aber absolut nicht gecatcht, weil wenn man da nicht so wirklich die Challenge dabei hat, sondern wirklich nur diese Perfektion auf beste Runden oder irgendwas, da bin ich nicht so ganz dabei gewesen, dass mir das super gut gefällt. Aber bei Crash Bandicoot 4 ist es halt die ganze Zeit voll auf die Fresse, sag ich mal. Und das macht mir einfach mega Spaß. Und aber die sind ihren Franchise auch treu geblieben. Also es war schon immer hart und das ist auch gut so. Genau. Es wäre auch ein bisschen komisch, wenn jetzt ein Crash Bandicoot rauskommen würde, was ein bisschen leicht wäre. Genau, da kann man auch sagen, da würden sich die Fans wahrscheinlich auch beschweren, ne? Das ist richtig, aber Toys for Bob hat echt gedacht, es gab ja ein Interview mit den Entwicklern, die haben Crash Bandicoot 4 zu einfach gemacht. Die waren beim Release wirklich der Meinung, oh, sollen wir das so releasen, es ist ja viel zu einfach. Und dann wurde es released und wurde irgendwie doch ein bisschen anders aufgefasst. Und ich finde die Schwierigkeit vom vierten Teil wirklich perfekt. Man muss ja auch bedenken, so zu dem Teil, also da, wo ich nicht mehr so richtig auch Crash Bandicoot gehabt habe, so PS2-Zeiten, das war ja auch mehr, ich will es jetzt nicht eine Casual-Serie nennen, aber da gab es ja Crash to Insanity, wie die Games dann alle heißen, die das so ein bisschen mehr in, oh, hier noch Games, die du potenziell einfach Kids so in die Hand drücken kannst. Nicht, dass Kinder keine anspruchsvollen Spiele spielen können, aber wo du gemerkt hast, es war nicht mehr exakt das Crash Bandicoot, wie man es kennt. Nicht umsonst haben sie das dann ja auch wieder 4 genannt und nicht nur Crash Bandicoot Revival oder was auch immer. Genau, da gibt es auch einige gute Wortwitze in dem Spiel, wenn man in die
Story, die es gibt in dem Spiel, ein bisschen verfolgt. Es gibt zum Beispiel eine kleine Konversation zwischen den verschiedenen Masken, die dann Crash Bandicoot fragen, wie oft habt ihr Cortex schon besiegt? Mhm. So dreimal? Was? Nur dreimal? Also kam mir irgendwie mehr vor. Wo kommt er denn die ganze Zeit dann immer wieder her? Ist dann schon auch eine richtig coole Comedy, die hinter der kleinen, aber echt feinen Story steckt bei dem Spiel. Ja. Wie gesagt, du spielst jetzt gerade noch mal ein paar Sachen frei, damit dein Save vorbereitet ist. Das ist das letzte Level dafür. Du wirst uns ein paar verschiedene Sachen hier zeigen. Also der Hauptteil wird mit der, ich glaube, All-Time-Relics, wird die Kategorie, oder wir nennen die Kategorie dann so, wo du bis zu 106% oder kriegst du irgendwas durcheinander dann spielen wirst? Genau, also jetzt in dem Fall schalte ich nur dann mit den 4 extra Prozente frei. Mhm. Die anderen 102% müsste man jetzt anders erspielen. Die sind jetzt auf der Save-File leider nicht freigeschalten. Die wären gewesen, auf der, die ich vorbereitet habe, die ist jetzt leider nicht ganz so mitgekommen, wie ich es gehofft habe. Aber im Endeffekt ist das, was die Spieler, die es beim ersten Mal Casual durchspielen, die schwierigsten Stellen, sage ich mal, bereitet hat, die ganzen Zeitrelikte zu spielen. Ich werde auch alle Platin-Zeitrelikte holen, nicht nur jetzt, sage ich mal, die Saphir- oder Goldzeiten, und werde auch so viele Entwicklerzeiten wie möglich mitnehmen. Das ist für die Completion dann nötig, dass du auch alle Kisten sozusagen dann mitnimmst oder so, oder? Genau, also für die 106% Completion ist es nötig, jedes Level mit allen Kisten, ohne zu sterben, abzuschließen. Das heißt, man hat immer zwei Versuche. Einmal die normale Version vom Level, und da gibt es immer noch eine Inverted-Variante, wo alles spiegelverkehrt ist, wo man auch alle Kisten mitnehmen muss. Mhm. Und in einem von beiden Versuchen muss man das schaffen, ohne zu sterben. Okay. Ja, also, du wirst gleich spielen, aber ich krieg langsam so Schweißausbrüche, wenn du das so erzählst. Man muss beide Versionen der Level immer spielen? Genau. Okay. Wenn ich normal meine Runs mache, spiele ich es halt einmal quasi in der Any%-Route durch, damit ich den Triple Spin freischalte. Nachdem ich den Triple Spin hatte, spiele ich die Level, die quasi übrig geblieben sind, die ich nicht unbedingt auf der Any%-Route machen muss. Da nehme ich dann natürlich immer schon alle Kisten mit. Anschließend folgt dann nochmal alle Level mit Inverted und allen Kisten. Und danach folgen dann die Time-Trials und zum Abschluss auch noch die 21 Flashback-Tapes, die nochmal 21 extra Challenging-Level sind. Okay. Aber bei denen muss man da nicht Flawless durchkommen, bei denen kann man dann quasi so oft sterben, wie man möchte. Hört sich nach einem interessanten Run an. Und das alles willst du in unter, sag ich mal, 3 Stunden schaffen? Nein. Heute sind es so die Zeitrelikte, die wir machen. Okay. Das heißt, quasi das Ende von meinem vollen Run, sag ich mal. Und die Zeitrelikte werden wir heute auf jeden Fall alle machen. Okay. Und die Flashback-Tapes werden wir nicht mit allen Kisten holen, was jetzt auch benötigt wäre für die 106%. Dort gehen wir auch in der Any%-Route durch, quasi ohne Kisten, so schnell, wie es funktioniert. Also wir nehmen alles, was wir kriegen können. Ja. Also ich bin sehr gespannt, auch gerade mal Crash Bandicoot jetzt hier gut vorgespielt zu sehen. Genau. Du wirst gleich auf der PC-Version spielen. Crash habe ich natürlich meistens eher auf der PlayStation gezockt, aber seid ihr nochmal ein besonderer Bewandtnis? Du spielst nochmal mit unterschiedlichen Framerates, ne? Genau, also die PC-Version hat hauptsächlich den Vorteil, dass man nicht auf 30 oder 60 Frames gecapped ist. 30 oder 60 Frames haben für einen bestimmten Glitch einen Riesenvorteil, aber theoretisch könnte man das auch übers Ingame-Menü selber einstellen. Ansonsten ist es vom großen Vorteil, bei mehr als 120 Frames zu spielen, da man dann einfach von Nitro-Kisten abspringen kann. Okay. Normalerweise würde man da sterben, aber wenn man auf hohen Frames spielt, gibt es einen Glitch. Das heißt, du hast genug Timing, dass du dann. Genau. Okay. Und das ist der Grund, warum ich hauptsächlich auf dem PC spiele. Außerdem sind auf der PS5-Version, als die damals rauskam, einige Sachen gepatcht worden. Die PC-Version kam zwar zur gleichen Zeit raus, wurde aber von einem anderen Studio entwickelt. Und daher wurde dort die Grundversion von der PS4-Version genommen und die ganzen Patches waren nicht drin. Und es sind auch noch mehr Glitches möglich, die man heute auch noch hoffentlich einige erfolgreich sehen können. Alles klar. Du hast deine Vorbereitung abgeschlossen? Genau. Also, wie gesagt, All-Time-Relics. Das Spiel startet gleich so, wie man es normal starten würde. Und du kannst ja währenddessen dann in Ruhe erklären. Ne? Alles klar. Okay. Ach ja, wenn wir dir zu viel labern mit der Konzentration, sag Bescheid, dann halt mir die Schnauze. Es ist mir lieber, wenn ihr mehr redet als ich. Weil okay. Manchmal, also bei mir ist es auch so, manchmal, wenn ich viel erzähle, dann mache ich eine 10 Sekunden Pause, weil es gerade wirklich eine schwierige Stelle ist. Dann nicht wundern. Okay. Ich habe euch nicht vergessen. Ich fange dann irgendwann wieder an mit Reden. Das schreiben wir Beschwerde. Wenn wir dir auf den Sack gehen, musst du natürlich auch Bescheid sagen. Ja, exakt. Das mache ich auf jeden Fall. Wir werden das schon füllen. Okay, dann mach gerne einen Countdown und dann können wir loslegen. Dann legen wir los in 3, 2, 1, go. Alright, let's go. Ja, ergänzend auch noch, du spielst natürlich jetzt mit unserem Rechner hier, also ist nochmal ein komplett anderes Setup für dich. Genau, das ist eins meiner größten Schwierigkeiten, die ich haben werde. Jetzt die ersten Level, wo ich mich gerade so ein bisschen eingespielt habe, die ist, denke ich, ganz gut. Das heißt, ich denke, ich werde nicht so viele Probleme haben.
Aber wenn, dann habe ich natürlich eine gute Ausrede. Das ist immer was Schönes. Erklärung, nicht Ausrede. Das muss man immer sagen. Nee, fertig. Dann fang doch mal an zu erklären, warum bist du gerade nicht Crash, sondern... Genau, ich bin gerade Coco, eigentlich nur aus Gründen, die ich nicht mag, weil ich mag Coco nicht. Und ich habe jetzt gerade vergessen, zurück zu Crash zu wechseln, als ich angefangen habe. Das werden wir gleich noch ändern. Okay. Ansonsten kann man zwischen Crash und Coco immer wählen. Das heißt, es ist egal, welchen Charakter man spielt. Mhm. Die Animationen sehen ein bisschen anders aus, aber das Moveset und auch die Bewegungen sind exakt dasselbe. Das heißt, es ist kein Unterschied, ob man jetzt Coco oder Crash spielt. Okay. Auch die Hitboxen, ne? Genau, auch die Hitboxen, alles ist gleich, auch wenn es ein bisschen anders aussieht. Und von daher ist das jetzt nicht so wild. Aber ich habe einfach Crash lieber, weil ich oft mit dem standardmäßig spiele. Und ist ja auch der Held. Wechseln. Coco Bandicoot geht nicht so locker von der Zunge, ne? Ja, das ist richtig. Das ist eher wie so eine Fashion-Line. Meine neue Handtasche von Coco Bandicoot. Aber unglaublich, dass ich mal Leute finde, die Coco ebenfalls nicht mögen. Also zumindest nicht so sehr. Nein, ja, ich habe nicht gesagt, ich kenne Coco nicht. Also ich kenne Coco nicht so gut. Von daher. Da spricht ich rein. Ich möchte nicht vorurteilen. Da spricht rein die Nostalgie hier. Ja. Ja. Coco war natürlich auch ein großer Teil der alten Spiele. Ist ja auch klar. So, da sind wir schon durch das erste Level durch. Ging ganz gut, würde ich sagen. Jetzt ist erst das Wichtigste zu Crash wechseln auf jeden Fall. Mhm. Es wird 2 Sekunden verlieren, aber die muss ich mir einfach nehmen. Ja, dann kein Weltrekord heute. Leider, das ist ja auch nur ein Show. Während bei dem, du hattest ja auch mal Weltrekord in Kategorien, ne? Genau, also ich habe den Weltrekord noch 106% gehalten für circa 1,5 Jahre. Oh. Jetzt leider nur noch Platz 2, aber immer noch auf dem Grind, dass ich nur den ersten hole. Und in alle Flashback-Tapes, das heißt die 21, ich sag mal, Challenge-Level, die am Ende vom gesamten Run sind, da habe ich noch den Weltrekord in beiden Kategorien. Einmal mit allen Kisten und einmal ohne Kisten. Aber das sind auch Kategorien, die, sage ich jetzt mal, aktuell zumindest nicht wirklich gegrindet werden. Mhm. Aber da habe ich dann auch schon sehr viel rausgegrindet. Ich glaube, da sind meine Konkurrenten auch ein bisschen abgeschreckt worden. Aber soll mich jetzt nicht stören, dass ich dann meinen Weltrekord behalte. Hätten da die 2 Sekunden zum Wechseln auf Crash ausgemacht irgendwann mal bei dem langen Run was? Wo du dann sagen würdest, okay, ich brauche diese 2 Sekunden wirklich. Nee. Wir bleiben bei Poco? Nee, nicht. Also so schlimm ist es dann nicht. Der Run ist zum Glück lang genug dann wahrscheinlich. Ja, ne? Genau. Also gerade bei dem 106% Run, den ich... Oh, falsche Seite. Gerade bei den 106% Run, den ich immer mache, ist es dann nicht auf die Sekunden ankommen, sondern es sind wirklich die großen Fehler, die passieren. Mhm. Gerade wenn man jetzt in den ersten Leveln, die man normal spielt, wo man ja alle Kisten holen muss, muss man auch noch diese Flashback-Tapes erstmal einsammeln. Davon gibt es 21 Stück und die sammelt man ein, indem man bis zu dem Punkt kommt, ohne zu sterben. Mhm. Problem dabei ist dann, dass man diese Tapes nicht im Inverted-Modus holen kann, die muss man im normalen Modus holen. Und wenn ich dann doch vor dem Flashback-Tape sterbe und desto später die Level sind, desto später in den Level sind auch die Flashback-Tapes. Mhm. Das heißt, dann kann es auch mal sein, dass ich einen 3-4-Minuten-Fail habe, weil ich das Level am Ende resetten muss. Ah, okay. Und das macht dann schon wesentlich, wesentlich mehr aus. Als jetzt einen Charakter zu wechseln, ja. Genau. Aber ist schon krass. Also du warst 1,5 Jahre ungefähr hattest du den Weltrekord. Das ist schon krass. Genau, ich habe mir auch 3-4 Mal wiedergeholt. Mhm. Ich hatte auch den World's First Run gemacht, 106. Okay. Damals einen Monat nach Release war das sogar direkt. Der hat dann ganze 20 Stunden, 40 Minuten Echtzeit gedauert. Oha. Das war schon echt nicht ohne gewesen. Ja, krass. Damals dachte ich mir auch noch, nee, das machst du nie mehr. Never ever again. Und jetzt, ja gut, 3 Jahre später, hocke ich da und spiele das quasi nur noch. Gut, es gibt schlechtere Spiele, in die man sich auf jeden Fall kann. Also ich finde es auch eines der besten Spiele, also wirklich bei Weitem. Ich spiele auch viele andere Spiele zwischendurch, probiere auch zu Speedrunnen, einfach nur, weil ich habe echt Spaß am Speedrun, egal in welchem Spiel. Aber am Ende komme ich immer wieder zu Crash 4 zurück. Was sind denn sonst deine Genres, die du sonst gerne spielst? Auch mehr so Jump'n'Run-Style oder mehr so eher auch mal Adventures oder solche Geschichten? Also das ist eigentlich alles durchmischt. Also ich spiele wirklich alles Mögliche. Von Rennspielen über Jump'n'Runs, über Rollenspiele, über Singleplayer, quasi alles Mögliche. Destiny 2 ist eins meiner Hauptspiele, die ich nebenbei noch spiele. Das spiele ich auch schon seit Release vom ersten Teil. Mhm. Und von daher gibt es wirklich eine ganz große Abwechslung bei mir. Aber zum Streamen, ich komme irgendwie immer wieder bei Crash an. Ja, wir hatten es auch noch mal eingeblendet. Checkt auch gerne die Videobeschreibung noch mal aus. Da kann man sehen, wo man dich dann auf Twitch dann finden kann. Können wir nachher dann in Ruhe sprechen, was so deine Zeiten oder aktuellen Games sind. Aber wie wir immer sagen, mindestens den Follow. Ne? Das wäre sehr lieb. Vielen Dank. So.
So, die schönen Razorgun. Wie viel RNG, sagen wir mal, hast du bei solchen Runs hier? Das ist natürlich immer, du musst immer mal ein bisschen adaptieren oder so, gerade was das Timing auch angeht für eine bestimmte Animation. Aber ist es etwas, wo du dich sehr darauf verlassen kannst, dass bestimmte Sachen immer zu einem gewissen Rhythmus sind? Ja, also RNG ist immer gleich. Das heißt, immer wenn man ein Level startet, hat man immer dieselbe RNG. Mhm. Das heißt, von das Level lädt, dann kommt dieser kurze Intro-Cutscene, die zählt schon zur Levelzeit dazu. Mhm. Bis zu man läuft los, ist immer exakt gleich. Das macht im Inverted ein kleines bisschen anders, weil man da diese Intro-Cutscene nicht hat. Aber im Endeffekt kann man sich immer auf die Cycle verlassen. Das heißt, wenn man gleich schnell ist und ungefähr auch weiß, wie schnell man ist, hat man immer dieselbe Cycle. Und es ist immer alles ein Global Timer, ja? Genau. Mit den Plattformen und also so. Also es sind nicht immer Global Timer, es sind manchmal auch Todestimer. Okay. Zum Beispiel die Zeitkisten, nicht die Feuerkisten, die es in dem Spielen gibt. Die haben einen Global Timer, die resetten sich nicht, wenn man stirbt. Mhm. Und alle anderen Cycle resetten sich eigentlich und haben bestimmte Triggerpunkte. Mhm. Wenn man diese Triggerpunkte erreicht, wie zum Beispiel die Flammen, die da vorne sind, die kommen dann eben raus und behalten dann ihre Cycle bei. Okay. Habe ich leider eine Maske nicht bekommen, muss ich mir aufpassen, aber es passt schon. Ja gut. Man sollte nicht unbedingt in TNT-Kisten reinziehen. Ich weiß nicht, ob ich euch schon mal gesagt hat, aber... Ja, die machen Schaden. Und jetzt hast du den Hudebugger bekommen. Ja. Hudebugger. Das ist wie bei den Street Fighter Moves. Jeder hat was anderes gehört immer. Ja. Das Akku? Nee, wie hieß er? Genau. Akku? Ja, die Maske. Die Maske dann damals gesagt hat. Man sieht hier auch für die Fortbewegung am schnellsten ist dann der Wirbelmove, den du dann gerne machst. Genau. Geht das einigermaßen mit den Fingern oder so, wenn du mal wieder so ein 2,5, 3 plus Stunden oder sowas Run hast? Da habe ich wirklich gar keine Probleme mit. Bei mir ist es auch wirklich gut, dass ich den Spin getrennt habe. Das heißt, ich nutze nicht die Standardsteuerung, wo man auf 4x spinnt, sondern ich spinne auf L1. Da bin ich einer der wenigen Runner, die das überhaupt machen. Weil ich auch der eine oder wenigen bin, der den Triple Spin aktiv nutzt. Mhm. Die meisten waren halt nur All Clear Gems oder Any Percent. Und in den Runs ist der Triple Spin quasi nicht vorhanden, weil man immer neue Files startet. Mhm. Da ich aber den Triple Spin nutze und mich nicht immer, nachdem ich den freigeschalten habe, umgewöhnen muss, habe ich es bei mir standardmäßig so eingestellt, dass ich auf dem linken Trigger quasi spinne. Mhm. Du kannst ja, also wir sehen es hier, wenn du dann spielst, du hast ja den Rhythmus drin, ne, mit dem Bewegen, dass du immer dann schnell auf den L1-Button drücken kannst. Ansonsten ist es ein Button, der da ist, aber zum Beispiel bei Fighting Games benutze ich den super ungern, weil ja. Dann muss ich dann präzise Manöver mit Stick oder mit Controller machen, mit dem Steuerkreuz. Und dann noch L1-Button drücken. Ich habe damals, erinnere ich mich noch auf Super Nintendo bei Street Fighter, jedes Mal, wenn ich einen harten Feuerball gemacht habe, habe ich umgegriffen mit der rechten Hand auf L. Es ist also häufig gemacht. Für uns Fighting-Game-Spieler, nicht umsonst merkst du, dass Street Fighter irgendwann umgegangen ist, harter Punch und harten Kick auf R1 und R2 zu geben, statt auf den L-Button. Ja, haben die ja später dann gemacht. So. Im Run kommen wir jetzt übrigens zum ersten Skip, zum ersten richtig großen Skip. Wir probieren jetzt hier out of map zu gehen. Ich glaube, es funktioniert. Jo, nice. Na, noch nicht ganz. Ah, schade. Also aber das Movement sah schon nice aus. So, du hast dich also auf unsichtbare Wände da gewuchtet. Genau, ich habe mich erstmal auf ein unsichtbares Geländer, über das man nicht springen sollte, gestellt. Das haben sie aber nur so hoch gemacht, dass man mit einem maximalen Sprung da gerade noch raufkommt. Und dann gehe ich out of map quasi außerhalb der Kanten von der Map weiter. Du musst dann aber noch probieren, das war jetzt die Schwierigkeit, wieder in die Map reinzukommen. Da hat jetzt leider der letzte Jump nicht ganz funktioniert. Aber das gehen wir gerne nochmal an. Ist auch einer der schwersten Tricks auf jeden Fall, gerade weil der erste Jump hier sehr, sehr schwer ist. Und man kann den auch nur sehr schwer trainieren, weil die 3, die da eben war, auch eine Checkpoint-Kiste ist. Das heißt, man kann das nicht immer mehrfach trainieren. Nice, über den großen Stick. Ah. Okay. Und hier hat man eigentlich einen Käfig, in den man rollen sollte. Der ist noch gar nicht reingeladen, weil du bist ja noch gar nicht hier, ne? Genau, aber ich habe den Käfig quasi die Cutscene dazu übersprungen. Und das heißt, ich slidespinne mich jetzt hier einfach durch, anstatt dass ich in den Käfig rollen würde. Ah, okay. Da sieht man, wieso die Spiele programmiert sind. Ja, wir wollen nicht zu viel Levelarchitektur hinmachen. Erst bei dem Trigger würde das erscheinen. Ergibt ja auch Sinn, wenn man ganz normal spielt. Zum Speedrun nicht.
So, genau. Hier kommen wir jetzt zum normalen Teil vom Level wieder. Hier würde man in den zweiten Ball gehen. Mhm. Ist halt mein erster. Und so würde man eigentlich auch den ersten Teil spielen. Ja, okay. Aber da wir die Cutscene und den Trigger dafür übersprungen haben, kommt man da einfach so durch. Ja, du hast natürlich durch das Überspringen super viel Zeit eingespart. Ist die Bewegung in dem Ball trotzdem schneller als das quasi Wirbeln die ganze Zeit? Das bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher, was von beiden schneller ist, aber man kann nicht zurückgehen und das triggern. Ja, es ist ja eh nichtig. No, und man hat halt wirklich so viel von der Map übersprungen. Ich habe gerade mindestens die halbe Map übersprungen. Ja, das ergibt keinen Sinn. Dass es einfach nur sinnvoll ist, hinzumachen. Kann ich halt in meinem 100% Run nicht immer machen, weil ich dann auch alle Kisten brauche. Die nehme ich natürlich auch nicht mit. Mhm. Aber für die Time Trial ist das schon ein sehr schöner Trick. Ich hätte fast gedacht, wir haben mal Zeit für Crash Bandicoot 5, aber Toys for Bob, gerade wo wir es aufnehmen, ich glaube, denen geht es leider nicht ganz so gut. Ja, leider. Oder zumindest was Microsoft, Activision, Blizzard, wofür die da alle abkommandiert haben. Nicht zum Jump'n'Run machen anscheinend. Ist richtig. Oh, na, Charakter. Übrigens, genau, spielen wir jetzt zum ersten Mal den zweiten von 4 spielbaren Charakteren. Eben die ganze Zeit Crash oder Coco. Jetzt zum ersten Mal Torna. Auch bekannt aus der Insane Trilogy. Weil sie dort immer von Cortex entführt wurde am Ende von jedem Bonuslevel. Mhm. Und man sie auch im geheimen Ende quasi wirklich endlich retten konnte. Hier bei dem Spiel kann man sie selber spielen. Es ist nicht exakt die Torna, die wir kennen, weil die ist aus einer Parallelwelt. Mhm. Aber hat auf jeden Fall auch ein sehr eigenes Movement für einen Bandicoot. Die hat einen Hookshot. Die kann einen Doppelsprung machen, immerhin. Mhm. Das können nicht alle Bandicoots, gerade nicht die aus der Insane Trilogy. Dafür kann sie aber nicht Slide spinnen, die kann auch nicht normal spinnen, die kann nicht rutschen. Das Einzige, was sie noch extra hat, ist ein Haken, über den man quasi über längere Distanzen schießen kann. Aber den haben wir jetzt in dem Level zumindest noch nicht gebraucht. Der Level war auch so ausgelegt, dass er mit dem Enterhaken und anderen Sachen funktioniert. Also du hättest eh dann nicht mit einem anderen Charakter spielen können, dass dann die Möglichkeit da wäre. Genau. Das war jetzt übrigens ein Timeline-Level. Das heißt, im letzten Level hat sich Crash an einer Stelle gewundert, die wir leider übersprungen haben, was denn gerade passiert ist. Und wenn man das Timeline-Level spielt, spielt man den ersten Teil mit einem anderen Charakter und springt dann nochmal in die Level-Version von dem Level, was man davor schon gespielt hat. Die Kisten sind ein bisschen anders verteilt, aber das Layout von dem Level ist genau dasselbe. Davon haben wir insgesamt 10 Stück, die wir auch spielen werden. Ja, ansonsten sehen wir jetzt auch mal, wie das hier normal aussehen würde mit dem Ball, der erste Part. Und hier sind wir jetzt auch wieder an dem Part, den wir eben schon gekannt haben, mit Ball zusammen. Ganz hilfreich ist bei diesem Pass, dass zumindest Crash klebt nicht direkt unten am Rand des Bildes, weil so kannst du immerhin noch mal halbwegs antizipieren, selbst wenn du den Level noch nicht kennst. Oh, ich muss in die und die Richtung. Genau. Ich habe auch die Insane Trilogy zum letzten Mal seit 6,5 Jahren, letzte oder vorletzte Woche wieder angefangen. Mhm. Und da hatte ich auch diese Level, wo man vor diesen Steinen wegrennt. Tough. Und ich muss nur reagieren und Crash ist da wirklich sehr nah unten am Bildschirm. Ja. Und das ist schon... Das finde ich schon besser gelöst hier in dem Spiel auf jeden Fall. Erste Aussagen, das muss eine bewusste Entscheidung sein, von wegen, damit die Level noch schwerer sind. Mhm. Weil ansonsten gibt es keinerlei Sinn, den Charakter so nahe zu packen. Dann ist da nur Trial and Error eigentlich, kannst da kaum reagieren. Wie gab es ja auch so ganz so ältere 2D-Jump'n'Runs, wo kannst du auch nicht ausstellen, wo der Charakter nicht immer in der Mitte bleibt, sondern der Bildschirm bewegt sich erst, wenn man am Rand ist. Denkst du, wozu? Ich will doch sehen, was vor mir ist. Ja. Kommen wir schon in die dritte Dimension? Von 10 übrigens. Das ist jetzt so eine kleine Piratenwelt. Das ist hier alles so ein bisschen mit dem Gimmick von Piraterie und Seebeuterei. Und man hat keine Rails, man hat jetzt hier Seile, auf denen man quasi grinden kann. Das Gegnerdesign ist fantastisch. Ja, das finde ich auch wirklich schön. Also passt auch wirklich immer zu jedem Level dazu. Toll, ja. Aber manchmal auch so dämlich, aber trotzdem irgendwo cool. Ja, ja, auf jeden und Fall. Das ist schon echt. Also ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben, aber ich finde das einfach das perfekte Spiel für mich. Ja, Rail-Sections sind für mich immer ein bisschen ausruhen, sag ich mal. Weil Autoscroller. Genau, es sind quasi Autoscroller, an denen man nicht viel machen kann. Man muss ein paar Sachen ausweichen, aber man hat zumindest mal ein bisschen Ruhe vor dem ganzen Slidespin die ganze Zeit. Gibt übrigens 2 schnelle Movement-Optionen. Der Slidespin war von den Entwicklern jetzt nicht vorgesehen als schnellste Option, die man haben kann. Sondern wenn man das Spiel zum ersten Mal durchspielt, hat man den Triple Spin freigeschalten. Mhm. Den nutze ich jetzt meistens nur, wenn ich springe, weil im Springen ist Sliden ein bisschen schwierig. Mhm. Und damit ich da ein bisschen schneller bin. Ansonsten ist der Slidespin wirklich das, wie man sich am schnellsten fortbewegen kann. Und man kann den Slidespin sogar mit dem Triple Spin kombinieren.
Das heißt, wenn man den Slide-Spin in dem Rhythmus vom Triple-Spin macht, hat man zwar keine so schöne Animation. Jetzt musste ich gerade kurz konzentrieren. Hat man zwar keine so schöne Animation mit dem blauen Wirbel, aber Crash bewegt sich wesentlich, wesentlich schneller. Mhm. Wenn man in diesem Rhythmus bleibt, der ist aber auch nicht wirklich einfach zu halten. Weil da kommt es auch immer auf das Level-Design an, ob man denn gut durchkommt oder nicht. Du machst immer den Slide zuerst und dann den Spin, genau. Quasi ein paar Frames später, ne? Genau. Okay. Und ich probiere halt bei dem Spin dann immer so mit kurzen rhythmischen Bewegungen, dass es halt genau dieses Timing von dem Slide-Spin, von dem Triple-Spin ist. Klappt nicht immer, aber ist auf jeden Fall die beste. Du spinnst ja auch wahrscheinlich länger, je länger du gedrückt hältst, ne, den Spin-Button. Nee, also das ist ein Standardding. Ah, okay, okay. Egal wie lange man den Spin-Button drückt, das ist immer okay. Dieselbe Animation. Es kommt aber drauf an, wann man ihn drückt, das ist wichtig. Mhm. Nitro-Jumps können wir hier übrigens sehen. Der erste, den ich mit Dingo mache. Ja. Da habe ich jetzt einfach diese vier Einser-Kisten mitgenommen, wo ich die Nitros nicht zerstört habe. Macht die ganze Sache ein bisschen schneller, wenn man nicht wirklich drauf springen muss. Oder warten muss, bis das Nitro die hochgejagt hat. Ja, wenn du eine Explosionskiste aktiviert hast, die explodiert auch, wenn es schon außerhalb des Bildes ist. Ne? Du hast reicht, sie aktiviert zu haben, die nimmt dann die Kisten auch genau. Out of frame mit. Ne? Jetzt haben wir quasi gesehen, warum die Tür da kaputt geschossen wurde. Genau, das okay. Können wir nochmal mehr erwähnen, das wollte ich eigentlich auch immer. Ja. Aber hier haben wir jetzt wieder ein Timeline-Level, das ist richtig. Mhm. Das heißt, den ersten Part hat man eben schon gespielt. Den zweiten Part, der jetzt kommt, den hat man schon gespielt. Und im ersten Part hat man so eine kleine Szene, wo wir jetzt erkannt haben, warum Crash überhaupt da weiter konnte, wo von den vier Gegnern blockiert wurde. Oh. Ah. Da war ich zu nah am Nitro dran. Sehr schade. Oh, und du musst den Part dann auch nochmal machen. Ja, bei Timeschweiß ist es immer so, dass man keine Checkpoints hat. Oh. Das ist halt immer die Schwierigkeit an den Timeschweiß, dass man jedes Level von vorne bis hinten durchspielen muss. Da kommen langsam Erinnerungen wieder hoch. Nicht, dass diese stimmt, da war ja was. Und auch für die wahnsinnig perfekten Relikte, wo man quasi die Level mit allen Kisten abschließen muss und ohne Tod, muss man auch quasi ohne Sterben durchkommen, weil man kann zwar alle Kisten mitnehmen, man hat auch Checkpoints, aber wenn man einmal gestorben ist, kriegt man halt dieses wahnsinnig perfekte Relikt in dem Level nicht mehr. Hm. Ja. Na gut, ich akzeptiere es. Maske über. Das heißt, ich werde hier hinten auch einfach gerade durchgehen. Da halte ich jetzt nicht extra wegen dem Panitos auf. Dann bin ich auch ein bisschen schneller am Ziehen. Genau, jetzt kommen wir nochmal zum Level mit einem anderen Charakter. Das ist das Level, in dem Torna eigentlich vorgestellt und auch freigeschalten wird. Mhm. In den Leveln spielt man wirklich nur den Charakter und wechselt nicht irgendwann zu Crash oder jemand anders. Und auch hier gibt es viele Sachen, die man machen kann. Gerade bei Torna, die immer diese Wandsprünge machen muss. Mhm. Aber man hat eigentlich bei jedem Wandsprung die Möglichkeit, direkt in die zweite Ebene zu gehen. Es gibt nur ganz, ganz wenige, wo man das nicht kann. Also anstatt hier erst nach rechts gehen, gehe ich einfach direkt an den linken dran. Und da gibt es wirklich sehr, sehr viele Situationen, wo man das mit Torna machen kann und so auch sehr, sehr gut Zeit sparen kann. Ansonsten haben die Entwickler in dem Level eine Sache nicht beachtet. Es gibt hier einen schönen Aufzug, der eigentlich dazu da ist, zu zeigen, was so als nächstes kommt in dem Level. Wirklich brauchen tut man den Aufzug aber nicht. Weiß ich jetzt nicht, warum die Entwickler das übersehen haben, dass man hier einfach vorbeispringen kann. Ah. Und da spart man auch richtig Zeit, deswegen auch das Zeitrelikt in dem Level nicht wirklich ein Problem ist, wenn man da allein mit einem Sprung 5 Sekunden spart, die Entwickler nicht bedacht haben. Stupid Devs! Du wärst eigentlich, wäre das nur so ein Ausguck gewesen, damit du siehst, ah, so sieht's aus, und jetzt nehme ich den richtigen Weg. Bleib was dran vorbei. Genau.
Normalerweise stellt man sich drauf und ich bin halt einfach vorbeigesprungen. Mhm. Unten auch die Plattform, wo man eigentlich weiterläuft. Das sind aber große Krabben. Was sind große? Große Krabben, Krabbenmenschen. Ach, Krabben, ja. Also die möchte ich nicht unbedingt begegnen. Das große Krabben. Aber das hier ist ja auch Traumdimension. Hier treffen wir sie jetzt storytechnisch auch gleich zum ersten Mal. Da hinten sind Crash und Coco nämlich auch gefangen. Horner befreit sie jetzt. Und ja, das ist halt die alternative Horner. Aber erstmal stellst du dich hin, um den Level zu beenden. Ja. Wir können auch ein bisschen rumhängen hier, bitte. Ja, das kann schon passieren. Aber jetzt braucht man Crash wieder, deswegen schon gut, dass er befreit wurde. Kommen wir jetzt zum letzten Level dieser Piratendimension. Auch einer der schwersten Levels von einem Early Game auf jeden Fall. War der Time Trial technisch. Ich hoffe, dass ich auf jeden Fall die Triple Mask kriege. Damit sieht nämlich der Mittelpart wesentlich cooler aus. Den will ich mitnehmen. Hooliger! So, und jetzt geht's hoffentlich gut ab. Mal gucken. Ja, wenn du mehrere, ich glaube drei Masken einsammelt bist, hast du kurz Invincibility, also so wie bei Mario und Stern sozusagen. Genau, du hast es noch so, ja, ne? Genau, das ist genau dasselbe. Das heißt, ich kann jetzt hier auch auf alles draufspringen und konnte dann quasi ohne Probleme, ohne Damage zu kriegen, alles mitnehmen. Mhm. Rein theoretisch könnte ich auch auf diese Stacheln hier draufspringen, wenn ich noch die Maske habe. War ich jetzt ein bisschen langsam für leider, sonst hätte ich noch ein Boot abkürzen können. Mhm. Aber ansonsten ist man während der Zeit unsterblich. Es ist aber nicht wie in der Insane Trilogy so, dass man noch einen Geschwindigkeitsboost kriegt. Hm. Sondern man behält die Geschwindigkeit, die man normal hat, und behält auch genau dasselbe Moveset. Okay. Das Einzige, was anders ist, dass man auf Nitro-Kisten draufstehen kann. Normalerweise würde man von denen immer abspringen und sterben, besser gesagt. Hm. Und wenn man eine Triple Mast hat, dann kann man für einen kurzen Moment auf den stehen bleiben und auch von denen runtersliden zum Beispiel. Stimmt, die wechselnden Plattformen. Leichte Traumata kommen alle wieder hoch. Im guten Sinne, weil es natürlich ein gutes Spiel ja, ist. Ja, natürlich nur im guten Sinne. Wer Bandicoot hat doch nur gute Erinnerungen, oder? Nur. Natürlich. Ja? Ja, weil man die anderen auch alle verdrängen möchte. Du hast ja ein bisschen darüber erzählt, was für eine Art von Spielen du spielst. Wenn du sowas wie Crash Bandicoot machst, das ist so mit Jump'n'Runs wie, also ich denke jetzt mal an Sonic und an Donkey Kong Country. Ja, weil ich glaube, gerade Donkey Kong Country müsste eigentlich auch dein sein. Habe ich noch nie gespielt, ehrlich gesagt. Hm. Falls du mal bei Nintendo oder so irgendwie mal landest oder so, also Donkey Kong Country Returns, ja. Müsste genau deine Kragenweite sein. Ich habe auch vorhin schon, hat mich das an Donkey Kong Country erinnert, wie du immer von den Slopes abgesprungen bist. Mhm. Nachdem du geslidet bist, wäre es ja eigentlich schon runtergefallen, ja, aber dann konntest du noch den Spin machen. Das ist bei Donkey Kong Country ähnlich. Du kannst halt eine Rolle machen. Eigentlich schon in den Abgrund, aber kannst dann trotzdem noch abspringen. Das ist die berühmte Coyote-Time. Wie der Coyote, der doch, du kannst abspringen, nachdem du schon weg bist. Ja, weil sich das genau. Besser beim Game anfühlt. Genau. So, im Spiel haben wir jetzt übrigens die nächste Quantum-Maste bekommen, Arcano. Oh. Bisher bin ich normal mitten unterwegs. Das heißt, man kann mit dem Spin dauerhaft und sehr, sehr weit springen. Aber gleich werde ich auch noch einen kleinen Glitch mit dem anwenden. Weil man kann über diese Zeit, wo man diesen Spin von Arcano aktiv hat, den Triple-Spin-Boost mitnehmen. Mhm. Und dann kann man wirklich sehr weit springen. Ich hoffe mal, das klappt jetzt ganz gut. Weil dann werde ich das auch in jedem Level machen, in dem ich Arcano bekomme. Und das ist dann schon ein richtig, richtig guter Speed-Boost. Ist aber auch wirklich schwer zu kontrollieren, weil man wirklich weit fliegt. Das hat er leider nicht funktioniert. Den Body-Slam wollte ich nicht machen. Ah. Zweimal den Boost nicht bekommen. Ich mache ihn jetzt gleich von Anfang an. Jetzt kann man den nämlich auch schon hier machen. Oh. Und dann sieht man direkt, dass man so ein bisschen weiter und schneller fliegt. Was ich beim selber Spielen zu schätzen wusste, weil ich hier, also du brauchst natürlich den Schatten, um dich zu orientieren bei vielen der Sprunganlagen, so wie die Kamera sich bewegt, dass hier nochmal der gelbe Kreis gemacht wurde drumherum, einfach, dass du nochmal visuell
kleinen Hinweis mehr hast, wo der Schatten sich befindet. Das war enormst wichtig, fand ich für mich persönlich zum Abschluss. Mir noch gar nicht aufgefallen, aber es macht Sinn, ja. Also ist für mich auch extrem wichtig, auch jetzt, wo ich die Insane Trilogy nochmal gespielt habe, wo das nicht der Fall ist, wo man nur den Schatten hat. Ich habe meinen gelben Kreis unter mir sehr, sehr vermisst, muss ich ganz ehrlich sagen. Der macht Sachen wirklich sehr, sehr viel einfacher. Und auch wenn man irgendwo gerade runterfällt, dass man schon unten sieht, wo man dann am Ende aufkommt, das ist dann wirklich schon ein riesen, riesen Unterschied, den man... Ja, ja. Ja, es ist eine eigenwillige Perspektive, muss man sagen. Es sieht gut aus, ne? Und man kennt es ja von den alten Spielen aus her, aber das Abschätzen der Abstände ist einfach in dem, bei der Geschwindigkeit, mit dem du es jetzt hier auch gerade machst, sehr nützlich. Ja, und gerade auch bei dem Arcano Triple Spin, den ich jetzt hier mache, der kann sehr leicht mal einfach zu weit gehen, viel weiter, als man eigentlich möchte. Mhm. Und ist dann schon gut, wenn man den Kreis hat, wenn man genau weiß, ah, jetzt muss ich loslassen. Ja. Und dann kann man den immer noch ein bisschen kontrollieren. Also ihr Fan-Modder da draußen, du bist Bescheid, gelber Kreis in die Insane Trilogy. Gab's ja auch eine PC-Version von, oder? Gab's auch eine PC-Version von, das wäre eigentlich eine richtig gute Option, ja. Ich wurde Yellow Circle Mod. Ich vermute aber mal, die würde für Speedruns gebannt werden, von daher, ob die dann wirklich so hilfreich... Wenn sich alle drauf einigen, wird nichts mehr gebannt. Ja, dann gibt's eine eigene Kategorie. Das könnte ich mir sogar wirklich vorstellen, ja. Hey, sind wir im nächsten Timeline-Level? Das heißt, den Anfang spielen wir jetzt mit Turner. Der zweite Teil ist von dem Level, den wir gerade schon hatten. Das heißt, da freue ich mich auch schon wieder auf Arcano. Ich hoffe, der funktioniert so gut wie eben. Weil wir müssen noch ein bisschen vorbereiten. Im übernächsten Level kommt dann nämlich auch ein richtig, richtig schöner Arcano-Glitch. Der aber auch sehr schwer ist. Ich hoffe, ich schaffe einen First Try. Weil der ist ganz am Ende vom Level. Mhm. Wenn der nicht klappt, hat man leider, wie gesagt, keine Checkpoints. Deswegen hoffe ich, dass ich dann nicht das ganze Level nochmal spielen muss. Aber schaffst du es easy First Try. Das werden wir sehen. No pressure. No pressure. No pressure. Nicht. Also mein Chat schreibt auch immer easy first try nach dem 10. Versuch. Ja. Ja, Chat halt. Es ist immer der first try in dem aktuellen Versuch, den du machst. Richtig. Da hatte ich keinen zweiten Sprung. Es ist leider ein Spielfehler, den wir im Spiel haben, dass man manchmal keinen zweiten Sprung hat. Hm. Der tritt auf, wenn man nach dem Landen zu schnell slidet. Das heißt, die ersten zwei Frames sind es, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe. Wenn man in den zwei Frames slidet, hat man keinen Sprung-Reset und dann kriegt man den zweiten Sprung leider nicht. Es ist aber reproduzierbar in dem Maß, also du weißt, woran es lag und nicht, oh, das Spiel hat mal wieder meine Inputs geschluckt. Ja, manchmal denke ich das schon, aber im Endeffekt, also es hat lange gedauert, bis ich das kapiert habe. Das habe ich dann mit jemandem anders zusammen so rausgefunden und habe dann mal die ganzen Situationen analysiert, weil mir kann man ja auch schön Tipps machen im Chat, ist ja klar. Und da haben wir dann rausgefunden, dass es daran liegt, dass es wirklich ist, wenn ich zu früh slide nach dem Aufkommen quasi. Aber das passiert manchmal leider. Dafür können wir dieses schöne Level nochmal sehen. Das ist ja auch ein guter Vorteil, so, wenn man einen erkennen möchte. Gedacht. Aber wie so häufig sie ja, wir spielen nicht. Warum sind wir so angespannt? Sprech mal für dich mit. Es ist aber auch echt ziemlich nice zum Zuschauen, weil es ist so schnell und sehr hypnotisierend. Es ist der Flow eben, der macht beim Spielen auch Spaß. Ja. Also zum Spiel macht es mega Spaß. Das kann ich immer wieder nur sagen. Ja, aber auch zum Zugucken. Es ist nice. Von den Charakteren, die sich unterschiedlich steuern, hast du da einen Favoriten für deine Spielweise oder ist es einfach Crash, ist natürlich das Deal? Also Crash ist auf jeden Fall mein Favorit bei Weitem, weil er einfach das schnellste Movement hat. Torna und Dingo haben keine wirklichen Optionen, mit denen man wirklich richtig gut schnell sein kann. Deswegen sind die nicht so meine Favorites. Die meisten haben bei ihrem eigenen Play Cortex verflucht, aber Cortex finde ich immer noch ganz cool, weil der echt einen schnellen Dash hat. Mhm. Und damit man halt auch schon einiges an Zeit gut machen kann immer. Deswegen finde ich den eigentlich von den dreien, die man zur Auswahl hat, noch am besten. So, hier auch ein Glitch-Level, das ein paar Spots hat, wo man vielleicht nicht ganz zu dem Weg gehen, die Entwickler vorgesehen haben.
Kart noch ganz normal? Ganz normal. So, was hast du denn raus? Zumindest so, wie er gewollt ist. Ja. Außer, dass wir jetzt hier vielleicht wieder ein bisschen mit Arcano boosten, aber ist jetzt immer noch der normale Weg zumindest. Das ist übrigens ein Glitch, der auf PlayStation 5 gepatcht wurde und der PC-Version drin geblieben ist. Mhm. Viele haben sich nämlich zum Beispiel gefragt, was dieser Raum da oben soll. Und der ist einfach nur dafür da, dass man hier auch nicht gehen kann. Ah. Nice. Wurde natürlich genauso eingeplant von den Entwicklern, keine Frage. Das heißt, die Architektur ist da gar nicht vorhanden nach dem Patch. Genau, da haben sie unsichtbare Wände hingehauen. Und es sieht zwar genauso aus, aber man kann einfach nicht mehr weiterkommen. Drache war im Weg. Ich war Manfred. Normalerweise habe ich am Drachen immer noch einen Sprung reset. Das heißt, wenn ich meinen Sprung schon verbraucht habe und dann nochmal den Drachen berühre, kann ich nochmal springen. Das nutze ich jetzt nämlich auch nochmal aus. Da habe ich meinen Sprung schon weg und gehe hier auch nochmal. Und eigentlich kennt man es ja, dass man in dem Level hier keine Kisten sammeln muss, um den blauen Gem zu bekommen. Aber man kann den blauen Gem auch von unter der Map einsammeln. Wirklich? Ach ja, der muss ja irgendwo platziert werden, bevor genau. Er ins Leer... Und der ist genau unter dem Punkt platziert, wo er am Ende oben auftaucht und Speedrunner haben einen Weg gefunden, um unter die Map zu kommen. Ja. Nice. Und das heißt, ich kann in dem Level zum Beispiel gleichzeitig das wahnsinnig Perfekte holen und den blauen Gem und spare mir einen kompletten Durchlauf vom Level, der auch noch recht schwierig Unglaublich, ist. Unglaublich, ey. Aber ja, ey, alles, was funktioniert mit der Geschwindigkeit. Ich kann da auch empfehlen, bei YouTube gibt es etliche Kanäle, die dann sich mit Out of Bounds beschäftigen, wo man sieht eben, wie architektonisch sowas, damit es nicht nochmal geladen werden muss, befindet sich es außerhalb vom Level, irgendwelche Elemente werden dann platziert. Hier kann man es dafür nutzen, schon mal Sachen einzusammeln. Genau, hier ein Level, was jetzt auch relativ normal abläuft, außer dass ich mit Arcano wieder ein bisschen boosten werde. Und dann halt das Ende, was ich eben schon angekündigt hatte, wo ich hoffe, dass es funktioniert, weil da kürze ich auch sehr, sehr viel von der Map ab. Aber ich habe nur eine Chance, weil das echt ein weiter Weg ist, den ich überbrücken muss. Deswegen hoffe ich einfach, dass es gut läuft. Aber das werden wir sehen, wenn wir da sind. Hm, leider keine Arcano-Boost. Jetzt wollen wir mal einen. Ja. Ich hatte keinen Sprung. Ach, fies. Das belassen. Ich dachte, ich wäre aufgekommen, ich war aber nicht aufgekommen. War ein bisschen schade. Diese Geister sind auch immer ziemlich fies. Wenn man in die Reihen springt und spinnt, manchmal hitten die einen trotzdem. Da habe ich ehrlich gesagt selber noch nicht so explizit, warum man manchmal gehittet wurde. Und dann gibt es hier auch noch einen Spot auf der Stelle, wo hinter der Wand ein unsichtbarer Gegner ist, der einen aller 20 Versuche einmal hittet. Da ist einfach nichts, man läuft an der Wand vorbei und verliert eine Maske. Das ist immer ein bisschen belastend, sage ich mal. Arcano-Triple-Spin. Möchte gerade nicht. Oh. Ein bisschen aufpassen, weil ich keine Maske habe. Oh nein! Meinte ich, ich bin eigentlich mitten in den Gegner reingespawnt. Das kann ja nicht sein, ey. Und die hitten einen trotzdem. Das ist dann natürlich sehr, sehr schade. War natürlich blöd, dass ich jetzt die beiden Masken, die ich bis dahin hatte, schon verloren hatte. Macht mir jetzt übrigens gerade nicht unbedingt weniger Druck, als den Glitch, der eigentlich erst am Ende kommt, zu machen, aber mal gucken. Und jetzt hast du schon mal alle Sachen durchprobiert hier. Das wird also easy peasy gleich sein. Ich bin gespannt. Das ist gut. Eigentlich will ich die Maske behalten, indem ich über den Punkt springe, wo ich die Maske verliere. Ah. Funktioniert. Das heißt, normalerweise hat man hier Arcano nicht mehr. Aber ich habe ihn jetzt behalten, weil ich quasi einfach drüber gesprungen bin. Wie gesagt. Wieder oh no. Ach. Verdammt. Ja, das denke ich mir. Hartes Level.
Ist auch eines der schwersten auf jeden Fall mit dabei. Gerade jetzt aus dem Early Game. Bei mir ist immer so das Level und das nächste Level auch noch. Sind für mich immer die schwersten Level im Early Game. Danach kann man sich dann ein bisschen ausruhen, sage ich mal, in Main Runs. Aber die können es schon echt in sich haben. Also es ist ja auch eine zum Casual-Spiel eine Philosophie, wenn du wenig bis gar keine Rücksetzpunkte bei sowas hast, musst du dich auch wirklich mit dem Spiel beschäftigen. Genau, ja. Auf jeden Fall. Nein, jetzt habe ich die Maske verloren. Oh oh. Ja, jetzt kann ich den Glitch zumindest nicht machen. Also man kann leider noch nicht nochmal zurück die Maske nochmal holen. Mhm. Und jetzt muss man das Level leider nochmal zu Ende spielen. Normalerweise wäre ich jetzt hier auf diese Wand gegangen, die über uns ist. Die geht relativ weit nach oben, aber mit Arcano kann man sehr hoch springen. Man sieht vielleicht da hinten im Hintergrund, so ein bisschen hinten links ist das Ziel. Ja. Und dann kann man direkt von der Wand ins Ziel springen. Ah, okay. Geht aber leider nur, wenn man die Maske bis dahin behalten hat. Ansonsten kann man hier noch ein bisschen mit Arcano rumspielen. Sektion, wo man eigentlich von Plattform zu Plattform springen muss. Mhm. Mit Arcano kommt man recht schön weit. Okay. Finde ich eigentlich auch ganz cool. So, first try. Easy. Easy first try. Ohne Glitch. Glitchless. Schreiben einfach alle Kategorien rein ins YouTube-Video. Mhm. Alle gleichzeitig. So, das hier auch ein sehr cooles Level. Bei dem ist das einzige Level, das heißt im Englischen auch Offbeat, im Deutsch entlegene Pfade. Aber der englische Name passt wesentlich besser, weil das einzige Level ist, wo die Cycle wirklich ziemlich random sind. Die sind keine Ahnung von was getriggert, also man hat manchmal die gleichen Cycle, aber nicht immer. Und deswegen passt es ganz gut, dass man in dem Level nicht immer weiß, wie gerade die Gegner sich verhalten. Mhm. Und da muss man dann auch mal ein bisschen reagieren, was das Level auch immer... Ich sag mal, ein bisschen anstrengend macht. Eine Pistole mit Hut. Das ist auf jeden Fall auf die Musik abgestimmt. Also die Kanonen schießen einen immer zum bestimmten Rhythmus von der Musik ab. Damit die Musik halt auch im nächsten Part wieder zu den Gegnern passt, die ihre Attacken machen. Eigentlich eine coole Idee, das Level abzustimmen. Der Level hier ist der Klonoa. Was ist das? Klonoa, auch eine sehr schöne Jump'n'Run-Serie von Bandai Namco. Sieht ein bisschen... Auch um dir nochmal ein paar Empfehlungen mitzugeben. Ja, das ist vielleicht nicht schlecht. Weil Klonoa finde ich auch super. Ich habe eindeutig nicht genug zu spielen. Also das ist wirklich... Also damit, dass ich jetzt die letzten 3,5 Jahre mit einem Spiel verbracht habe, hat sich wieder so viel angesammelt auf meinem Haufen, den ich eigentlich spielen möchte. Ja, dann mit den 3 Spielen, also, die wir bisher empfohlen haben, kommst du nochmal 15 Jahre aus. Also interessant. Scheiß auf Elden Ring oder so. Also das Ding ist, ich bin eben, oder wie viele aus unserer Generation dann mit Jump'n'Runs aufgewachsen und natürlich die 3D-Ära hatte am Anfang einiges, aber heutzutage wird das sehr von Mario dominiert, bis auf die letzten Jahre, wo immer wieder mal mehr gekommen ist, zum Glück. No? Nintendo machen ihre Sache ja auch ganz gut, aber es ist dann zu wenig Farben. Ja, was das Jump'n'Run also was AAA-Titel angeht, auf jeden Fall, da kannst du dich höchstens noch auf die Indie-Sachen verlassen, ja. Da gibt es ein paar gute. Ja, das stimmt. Immer noch. Ja, da bin ich gespannt auf, ich glaube, Penny's Big Break heißt das. Das neue Spiel, das Sonic Mania mache, was so ein bisschen auf Nintendo GameCube-Style fast schon geht. Ende vom Level jetzt wieder noch ein bisschen entspannt, ein bisschen auf einer Rail. Immer ganz schön. Gerade für alle Kisten ist es am Anfang ein bisschen schwierig. Hat, weil man auch nicht so viele Masken hat hier, aber
in dem Speedrun am Ende ist das immer ein Part, wo man sich nochmal ein bisschen sammeln kann. Sind jetzt übrigens in der fünften Dimension von 10 Stück, die wir insgesamt haben. Heißt, die Hälfte ist fast durch. Das müssen die Nth Dimension schaffen, ne? Mhm. Und nächste Level ist auch ein reines Dingo-Level, nämlich das Level, wo man Dingo quasi zum ersten Mal vorgestellt bekommt. Mhm. Und auf das freue ich mich auch schon besonders. Nice Band im Background. Mhm. Auch die Verliebtheit, die hier im Hintergrund sind, Spyro-Ballons, Hura aus Crash Bandicoot 3, der Tiger von Coco. Es ist einfach, also die Liebe zum Detail in dem Spiel ist wirklich mega cool. Wo sind die Skylanders? Die brauchen wir alle noch. Da haben wir, glaube ich, nicht so viele da. So. Was ist er überhaupt für ein Viech? Es ist ein Dingo-Dial, also ein Krokodil mit einem Dingo. Ah ja, man sieht ja. Ein Dingo-Dial, ja, natürlich. Ja, der Krokodilschwanz da hinten, ja. Der aus der Hose ragt. Obwohl, der geht auf den Rücken hoch, ja, fast schon Godzilla-Style-mäßig, ne? Ja, das ist richtig. Aber es ist auf jeden Fall eine Kreuzung aus Dingo und Krokodil. Was Cortex auch in den Flashback-Tapes übrigens bestätigt. Da erzählt er viel zu Geschichte und Hintergrund. Das ist schon echt cool, wenn man da dann auch richtig zuhört. Ist so sehr, sehr viel Backstory zu den alten Spielen. Ich weiß nicht, ob die sich Toy Story ausgedacht hat. Aber seine Eltern möchte ich mal kennenlernen. Cortex, das ist sein Vater. Ach so. Er wurde von Cortex, also Crash Bandicoot ist ja auch nur ein Erzeugnis von Cortex. Im Endeffekt. Aber warum ich auf das Level so freue, ist, weil das auch ein schönes Level ist, wo man ein bisschen zumindest die Wege verlässt, die man normalerweise gehen sollte. Da hoffe ich auch, dass es funktioniert. Gerade der erste Sprung, der jetzt kommt, ist mal ein bisschen tricky, wenn man blind auf diese Laterne springen muss. Wo? Und dann geht man quasi außenrum anstatt. Man geht oben rum anstatt außenrum so rum. Muss hier auf relativ viele unsichtbare Wände springen. Das heißt, man hat auch nicht viel Bewegungsspielraum. Hat gut funktioniert, zum Glück. Nice. Problem jetzt nur, ich habe vielleicht nicht die ganze Map geladen. Oh. Ah. Das heißt, Plattform und Gegner sind alle da, man sieht sie nur nicht. Das heißt, ich muss jetzt wirklich da hinspringen, wo auch Plattformen sind. Jetzt sind hier oben noch zwei Gegner. Eins, zwei. Sehr schön. Und jetzt bin ich wieder auf der normalen Map. Das ist wie bei Zelda 3 im Dunkeln rumlaufen. Du musst genau den Weg schon kennen. Also da muss man wirklich den Weg kennen, weil man kann leicht rechts oder links runterspringen. Ja. Und die Wege sind wirklich so da, wie sie auch normal da wären. Man kann auch einfach ins Wasser fallen. Die Schattenmarkierung ist ja da und wir haben dann noch die Muster im Wasser. Genau, die Muster im Wasser sind das, woran ich mich immer orientiere. Das ist das Wichtige. So, machen wir schon das erste komplette Dingo-Level fertig. Mhm. Und dann kommen wir jetzt zum nächsten Level, wo auch noch ein kleiner, feiner Trick drin ist. Den haben wir vorhin in der Eröffnung vielleicht schon mal kurz gesehen. Aber danach sind dann sehr, sehr wenige Glitches nur noch vorhanden. Danach ist es wirklich fast pures Gameplay. Gibt noch so zwei, drei kleine Sachen. Aber die großen Sachen haben wir dann fast schon alle erledigt. Mhm. Ein Hoverboard. Mit genau. Einem Motor, richtig nice. Deathboard, das hatten wir vorhin auch schon im anderen Level. Immer nur für eine kurze Distanz. Mhm. Hier ist es jetzt ein längeres, sag ich mal. Hatten wir auch ein paar Mal in dem Level. Und auch eine relativ einfache Steuerung. Man kann boosten, man kann bremsen. Beziehungsweise nicht boosten, dann fährt man ein bisschen langsamer. Und ansonsten geht mit den Wegen auch nur noch geradeaus. Oh. War ich zu weit? Ja gut, das Fass war aber auch klein. Ist schon, wenn man schnell sein will und dann noch so ein kleines Fass ist schon... Ist schon ärgerlich, wenn man nicht mal daran denken, dass man schnell sein möchte. Ja, es nimmt doch einem das Momentum. Was ja auch mal ein bisschen ärgerlich ist bei den Crash Bandicoot-Teilen. Auch wenn man einen Akku hat und ins Wasser fällt, gibt es andere Crash Bandicoot-Teile, wo man quasi dann Damage boostet und nochmal sich retten kann. Mhm. Ist in dem Teil leider nicht so. Das heißt, wenn man mit Akku irgendwo runterfällt, dann halt trotzdem
leider nicht mehr am Leben. Die da durch die Abgründe teilweise spinnt, sieht so gefährlich aus. Würde ich mich niemals trauen. Mhm. Es ist auch nicht ohne, das ist richtig. Ja. Ich habe auch gerade so vom Lachen ein bisschen Angst, auch wenn es vielleicht nicht so aussieht, aber ich möchte es am Ende dann trotzdem irgendwo so machen, wie ich es immer mache. Mhm. Und von daher wird dann auch diese schweren Wege mitzunehmen. So, jetzt kommen wir zu einem kleinen Glitch. Auch gepatcht auf der PS5-Version. Auf der PC-Version haben die hier ein bisschen die Kollision mit der Wand vergessen. Das heißt, wir können ja einfach links aus der Map rausspringen. Müssen dann nochmal die Kamera fixen, haben wir zum Glück direkt hinbekommen. Leider die Maske am Krokodil verloren, das darf ich da nicht vergessen. Und ansonsten geht man hier quasi den ganzen Weg, den man auf diesem Boot-Button... Gehen! Mhm. Ja, man geht! Man geht übers Wasser. Ich nehme den Schleichpfad. Ist doch klar. Das ist der Jesus-Spin. Das Loch finden, genau. Auch hier ist man jetzt auf dem Jetboot wieder. Da oben, ich habe ihn gesehen. Du musst nochmal die Kamera fixen, wenn man nach hinten links fährt. Und dann kann man den Weg quasi zu Ende mitnehmen. Die Zeitkisten kann man auch mitnehmen. Sieht man zwar nicht, aber die sind trotzdem da. Mhm. Jetzt am Ende muss ich gleich leider ein bisschen abbremsen, weil ich keine Matrix zum Damage boosten habe. Gerade out of map, leider beim Krokodil verloren. Aber das soll nicht so schlimm sein. Du hier? Ich hier? Ja, das war Fake Crash. Mhm. Ja, ist immer wieder gut zu sehen. Fresh. Der mit seinen fast normalen Zähnen und seinen komischen Augenbrauen. Aber Fake Crash finde ich auch cool, dass du solche Referenzen einfach mal mitten irgendwo in ein Level reinbauen. Mhm. Das ist wieder einfach nur so viel Liebe von Toys for Bob für das Spiel. Das war schon echt cool. So, dann gehen wir nochmal in den Timeline-Level. Hier starten wir jetzt mit Dingodai. Das ist schon besser. So, wo geht's zu meinem Diner? Auch hier können wir sehr, sehr viele Abkürzungen nehmen. Hinten hat gerade leider eine von den fliegenden Typen sich am Nitro geopfert. Fragt mich nicht, warum die das manchmal machen. Mhm. Aber manchmal fliegt er hier einfach ins Nitro rein. Normalerweise würde ich gerne auf die Blöcke draufspringen. Jetzt sind sie leider nicht mehr da. Und ansonsten braucht man hier auch nicht auf die Boote warten, man kann auch einfach so weitergehen. Ein bisschen knapp mit dem Spin, probieren wir die Zeitkisten mitzunehmen, ohne dann noch die explodierenden daneben kaputt zu machen. So richtig hinterfragen, wie wohnbar diese Location ist, müsste man eigentlich nicht oder soll ja zwischendurch mal irgendwelche Bänder, die zwischendurch stehen, da ein Haus, da nochmal sagen, also einkaufen gehen möchte ich da nicht. Also ich würde sagen, für Dingos und für Krokodile ist das eine gute Wohngegend. Ich selber würde jetzt nicht unbedingt hinziehen, das ist schon... So, wer hat sich da gedacht, okay, ist eine gute Idee, drei Laufbänder, die in unterschiedlichen Richtungen sich bewegen, nebeneinander hinzupacken? Ja, und in die Mitte noch Nitros, die extra. Die Nitro, dann, ja. Die dann Ach, schade. Und Sniper im Background natürlich. Und Sniper. Ah, die Sniper sind sehr ärgerlich. Wo hast du die Nitro-Kisten gelagert? Ja, direkt auf den Laufbändern. Hast du das nicht gesagt? Ja, der Gegner ist schon wieder in das Nitro reingeflogen. Ich hab's diesmal gar nicht gesehen sogar. Immer ein bisschen schade. Es war schön, dass wir die Zeitkisten direkt bekommen, aber... Ein bisschen abkürzen wäre schon cooler. Mhm. Oh, wir haben gerade einen Bildausfall oder spielst du ruhig weiter? Ja, ist wieder da. Läuft das noch, Regie? Ja, läuft noch, ne? Bei uns war das hier ganz normal gerade. Ja. Einfach zu schnell. Kommt das Aufnahmegerät nicht mehr mit? Ja, da kommen die Bits und Bytes, sagen sie. Ja, wo waren wir gerade? Wir gehen den safen Weg, dann können wir auch nicht sterben. Sind das Fledermäuse? Ja, ne? Das bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Es gibt kleine Fledermäuse, das sind die Nitros hin und her bewegen.
Es gibt die Deckerin, die ballern. Aber die Deckerin, die könnten auch eine Kreuzung aus Fledermäusen was anderes sein, so wie Dingo ja auch. Jetzt musst du das hier nochmal machen, ja? Genau, normalerweise könnte ich jetzt auch den Weg mal gehen. Der Weg lohnt sich auch zu gehen, weil dort mehr Zeitkisten sind, als die Zeit, die man braucht, dort lang zu gehen. Aber für das Platin-Relikt, das ich ja nur holen muss für die 106%, reicht es, wenn ich die Abkürzung nehme. Und deswegen nehme ich da auch in dem Fall die Abkürzung. Du musst das richtige Loch finden. Und auch hier wieder die Kamera fixen. Jetzt fehlt auch manchmal noch das Wasser. Das Aber die Zeitkisten immer mitnehmen. Welche Zeitkisten? Nur die unsichtbaren. Ja, natürlich. Warum habe ich da nicht dran gedacht? Nee, das Level lädt in dem Fall halt nicht richtig. Ja, klar. Die Hitboxen sind aber trotzdem da, deswegen kann man die sogar erwischen. Muss halt nur aufpassen, Nitros sind auch da. Mhm. Und in die möchte man nicht unbedingt reinfahren. Auch ein kleines bisschen im Weltraum, das passiert auch manchmal. Lop. Aber sind wir hier durch. Jetzt kommen wir übrigens zur nächsten Quantummaske, die wir freischalten. Jetzt kommt Kapuna Wa. Eine Zeitmaske, mit der wir die Zeit verlangsamen können. Mhm. In vielen Fällen hilfreich, in manchen Fällen ist sie auch sehr verbuggt, was viele Speedrunner für sich nutzen. Ich nutze es nicht so krass, weil mit Kapuna Wa hat man die Möglichkeit, beide Masken, die man für die Aktivierung hat, gleichzeitig zu drücken. Und auch desto weniger Frames man spielt, desto mehr portet man sich nach vorne. Das heißt, auf der PS4-Version, die auf 30 Frames läuft, portet man sich ewig weit nach vorne und kann quasi bestimmt 6-7 Meter mit einem Warp skippen. Ist dann aber sehr schwer fürs Movement noch zu kontrollieren. Das ist der Grund, warum ich das nicht so krass anwende. Da spiele ich das Level lieber normal durch und nehme dann relativ wenig Tode mit. In den meisten Fällen. Das hier war einer der Level, ich habe es vor Release mal anspielen können. Im Event, das war einer, den wir spielen konnten, einer der Level. Ah, hier mit Zeit anhalten, okay. Dann gab es ja, glaube ich, eine Demo mit 3 Leveln. Genau, ich glaube, das wurde danach als Demo dann nochmal released. Das hier dann die Flucht vor dem Dino oder was auch immer das war. Genau. Noch was anderes, aber das hatte ich nicht mehr im Kopf. Das dritte weiß ich gerade auch nicht. Ich habe auch noch das Dino-Level im Kopf. Was das dritte war, weiß ich gerade auch nicht mehr. Aber ja, da bist du gleich. Also, wo man da reingeworfen wird, auch erstmal, okay, das neue Gimmick mit den Masken, mit Zeitanhalten, alles erstmal zurechtkommen. Auf jeden Fall. Also, auf jeden Fall auch noch eine ganz andere Art Crash zu spielen, weil man nicht nur das Jump'n'Run packt, sondern man muss einfach noch eine Taste mehr bedienen. Zu allem, was man die ganze Zeit schon macht, einfach noch eine Taste mehr. Und auch wenn man dann noch den Kapuna Warp macht, quasi noch mehr Glitches anwenden, noch schneller sein, das ist dann schon nochmal ein extremes Movement, was man meistern kann oder muss. Wer hat da bloß das U-Boot weggeballert? Ja, das ist eine gute Frage. Vielleicht finden wir das ja noch raus. Was? Könnten wir das etwa rausfinden noch? Ich bin mir nicht sicher. Ich hab das Spiel noch nicht durchgespielt. Boah, Vorsicht! Das sieht immer so risky aus. Das war jetzt nicht so risky. Ja. Geht auf jeden Fall riskier. Ich spiele auch gerade einige Safe Threads, die ich normalerweise in Runs nicht mache, aber ich möchte jetzt auch nicht die ganze Zeit hier nur sterben. Dreh den Swag auf, so wie es passt. Das ist die dritte Maske gerade, ne? Und genau, das ist gerade wieder eine Triple Mask. Und ich jetzt einfach überall durch, wo ich durch wollte. Kriegt man sogar noch eine zum Schluss hin. Kann man auch noch ein bisschen abkürzen, einfach mal hier hochgehen, anstatt weiterzulaufen. Aber ja, vielleicht sind wir jetzt schon im nächsten Level raus. Was? Ob vielleicht irgendetwas passiert ist, das dieses Schiff zum Einschlag gebracht hat. Oh mein Gott. Aber was könnte das gewesen sein? Das The ist, deepest das lore. Ist die Frage. Schiff happens. Die Bandicoots kommen. Ah. Jetzt spielen wir zum ersten Mal Cortex. Das macht ja schön seinen Bison-Move hier. Oh, der ist merdisch. Sein Psycho-Crusher. Ja. Er hat halt echt ein geiles Movement. Also auch für Speedrun macht er einfach nur Spaß, muss ich sagen. Also er hat zwar auch seine Tücken, gerade auch in Sachen, die bei ihm manchmal nicht funktionieren, aber
an für sich ist es echt ein sehr cooler Charakter zum Spielen. Der ich glaube, das ist eher Honda, er macht's mit seinem Kopf. Ja, okay, das ist schon recht, ja. Oder eine Mischung. Hat Psycho-Power. Er müsste sich noch drehen. Honda mit Psycho-Power. Psycho-Crusher. Ja, ich mag Air-Dashes gerade bei Jump'n'Runs eigentlich ganz gerne. Oh ja. Der beste Teil an Mighty No. 9. Ja, da war es ein bisschen übertrieben. Kannst ja Infinite Air-Dashen bei den Gegnern. Ja, ich habe ja nichts gesagt, was mit den anderen Teilen ist, aber zumindest das war der Teil, der mir am meisten trotzdem Spaß gemacht hat. aber ja, da gibt natürlich nochmal ein ganz eigenes Movement vor. Habe ich gerade schon eine was liegen lassen? Will ich nicht noch eine liegen lassen? Hurga, hurga. Das ist an Feuerkisten manchmal sehr doof. Wenn die an sind, kann man die trotz Maske nicht zerstören. Das kann einen manchmal schon richtig durcheinander bringen. Wenn man dann einfach quasi durchspinnen möchte und die Kiste einfach nicht kaputt geht. Glaube ich hier genauso eine Feuerkiste, genau. Die kann auch einfach nicht kaputt gehen, das ist manchmal sehr, sehr komisch. Aber solange man das weiß, ist es noch schaffbar. Wenn man es nicht weiß, wird es dann ziemlich schwierig. So, die Dimension allgemein finde ich mal ein bisschen zum Entspannen. Die hat nicht so krass spannende Parts. Es sind zwar auch wieder viele Platforming-Sections dabei, die auch challenging sind. Deswegen heißt die auch cool bleiben. Und deswegen ist das Level richtig cool. Oh, Sharks! Genau, den Sharks kann man einfach zur Seite ausweichen. Die muss man quasi nicht unbedingt warten. Ansonsten hat man hier auch wieder die Zeitmaske, die man anhalten muss. Und hier auf der Rail, die gleich kommt, werde ich auch diese Kapuna Warps machen. Das heißt, beide Tasten zur Maskenaktivierung gleichzeitig drücken. Dann sieht man zumindest, dass es ein kleines Stück nach vorne geht. Wenn ich jetzt auf weniger Frames spielen würde, wäre dieser Sprung wesentlich größer, den Quest da nach vorne macht. Aber damit dann auch sehr, sehr viel schwerer zu kontrollieren. Als wäre Regie die Technik zu sehr zwischendurch streit, können wir natürlich auch mal eine genehmigte Pause machen. Das müsst ihr dann sagen. Ja, das müsst ihr, also mir ist es, wie ihr das am besten. Mhm. Ja, wir hatten gerade ein bisschen Sound-Schwierigkeiten, glaube ich. Ja, zwischendurch mal. Also ist jetzt nichts Weltbewegendes, aber falls es gefixt oder irgendwas dann angeschaut wird. Achso, sollte in Angriff genommen worden sein, dann ist es. Sollte gefixt sein. Cool. Wir wollen es dann nur anbieten, je nachdem, ne? Also für mich, wie das für euch am besten ist. Jo. Ja, so im Moment passt es, ja. Okay. Weißt du, wir sind auf PB-Speedrandale-Rekord. ja, Weltrekord. Speedrandale-Weltrekord. Das ist auch der allererste Versuch, also wird es auch so sein. Ja, ja. Also bist du da komplett entspannt dabei. Das sagen wir aber auch allen Runnern, die hier bei uns runnen. Ey, alles ganz entspannt, das ist nur ein Showcase. Wenn ihr euch Druck machen wollt, gerne, aber ja. ihr müsst keine PB hier machen. Genau, wir beschweren uns nicht, wenn was bei rumkommt. Aber wir wollen ja hier eine schöne Möglichkeit haben, mal die Runs gezeigt, erklärt zu bekommen. Mm. Und wenn man das richtige Hardcore-Skillige noch mal extra schauen möchte, wie ja gesagt, wo man sich dann auf Twitch finden kann, checkt dann gerne auch mal die Videobeschreibung aus. Ist auf jeden Fall sehr nett. Und ja, ich mache mir natürlich selber ein bisschen Druck, weil man möchte auch schon zeigen, was man denn wirklich schon erreicht hat. So ist es leider. Aber es ist auf jeden Fall auch. Gerade wenn hier die Gäste auch sind, dann wollen sie auch die coolen Tricks zeigen. Das ist richtig, ja. Aber wenn die manchmal nicht klappen, dann ist es halt auch nicht so wild. Ja, wir nehmen uns die Zeit. Wenig Zeit, aber wir nehmen sie uns. Ja. Na? Das ist ja Männer auch kein Speedrun. Ich habe übrigens keine Ahnung, wie ich in der Zeit bin. Achso, 59 Minuten durchgehender Counter. Genau, durchgehender Counter. Ja, also wir nehmen die Zeit durchgehend, aber natürlich, wir können dann nachher gucken, wenn es dann irgendwie einen Ingame-Counter oder irgendwie sonst was gibt, das kannst du natürlich auch für die. Du, normalerweise hast du ja auch Splits, die haben wir jetzt nicht angewendet hier.
Das ist ein Doggo oder ein kleiner Eisbär? Das ist ein kleiner Eisbär. Ja. Cool. Das ist das erste von zwei Reittieren, das man im Spiel hat. Das kennt da man auch schon aus den alten Teilen. Das ist nämlich Polar, den es auch früher schon gab. Mhm. Der kleine Eisbär, gerade in Crash 2 kann man den, glaube ich, ganz oft spielen. Und hier hat man quasi nochmal ein Throwback zu dem. Derweil sind wir die ganze Zeit Cortex am Jagen, der uns hier auch ein bisschen schikanieren möchte. Den kann man wahrscheinlich nicht überholen, ja? Aber nein, man kann ihn leider nicht überholen. Ich bin auch die ganze Zeit am Boost, nicht probier schon ranzukommen, aber... Der James Bond-Level hier. Er wird einfach nicht langsamer. Oder auch der... Das habe ich zuletzt noch... vor einiger Zeit noch mal gespielt, war Star Wars Adventures auf dem GameCube. Das hat auch so eine Eissequenz, aber ich glaube, das snowboardet man gegen andere, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Natürlich Sonic Adventure. Gregor, was ist die schlimmste Snowboard-Sektion in einem Videogame? Schlimmste Snowboard-Sektion? Oder Skisektion? Boah, schwierig. Du hast bestimmt schon eine spezielle im Kopf, oder? Ja. Ich habe auch eine im Kopf. Das ist ja nach dem Final Fantasy VII nicht, würde ich sagen. Doch! Doch, meinst du? Wirklich? Ich mag Final Fantasy VII. Oh, ja, es war ja ein Standard-Minigame. Ja. Und es war schlimm. Also, was hast du im Kopf? Ich habe letztens zum allerersten Mal Zone des Cortex gespielt, Crash Bandicoot. Mhm. Und da gibt es auch der allerletzte Level ist eine Snowboard-Sektion mit Coco. Und so wie ich Coco mag, hat mich das von Anfang an schon, ich weiß ja nicht. Und dann ist es auch wirklich noch ein Level, wo man 10.000 Kisten verpassen kann. Mhm. Man fährt gegen den Bildschirm wie in dem einen Level vorhin. Man sieht nicht, wo die Kisten kommen. Man kann Millimeter dran vorbeifahren. Also das ist das schlimmste Snowboard-Level, was ich jemals gespielt habe. Hast du denn Final Fantasy VII gespielt? Nein, habe ich nicht. Okay. Leider. Was war denn da so schlimm dran? Ist was die Steuerung? Oder? Also ich hab's mal gemacht und das war's dann. Ja, du machst es halt einmal und das willst du auch nicht mehr zurück. Aber ja, du kannst halt nicht richtig steuern. Wenn du ein bisschen Tempo aufnimmst, knallst du halt gegen die Wände. Ja. Immer. Du kannst es nochmal spielen im Gold Saucer, meine ich. Ja, kannst du, aber willst du nicht. Na gut, ansonsten. Ich bin gespannt auf das Remake, ob die da Snowboard haben, aber eigentlich. Können die es nicht so verhunzen? Ich bin auch sehr gespannt drauf. Also hier komplett off-topic, wollen wir natürlich dann zu will, das natürlich, natürlich. Weglenken. Wo wir es gerade aufnehmen, ist die Demo auch klar raus. Und in ein paar Wochen ist der Release dann. Ich bin auch sehr gespannt. Mhm. Kann ich leider wenig mitreden, weil ich habe noch nie so die Final Fantasy-Spiele, wenn ich so reinkomme. Ich habe die auf der PlayStation 1 mal angefangen irgendwann. Mhm. Aber so richtig drin war ich in den Spielen nie gewesen. Das ist vollkommen in Ordnung, muss man ja auch nicht unbedingt. Und die Sache ist, bei den Spielen, wenn man da nicht einmal so richtig komplett drin ist, dann kommt man da auch nicht wirklich rein. Oder gibt es da eine Option dann? Doch, naja, alle. Die Spiele stehen ja alle für sich, auch wenn eine 7, 8 oder 9 oder sonst was dahinter steht. Mhm. Die kann man auch so spielen. Ich denke, jetzt gerade, wo das Remake raus ist und mit Rebirth der zweite Teil davon rauskommt, man kann probieren, ob das was für einen ist. Und das Spiel steht auch für sich selbst. Ne? Ja. Und dann, falls man mal Blut geleckt hat, gibt es 8 Millionen andere Spiele, wo man dann auch seine Zeit investieren kann. Gerade PlayStation 1, also ich kann es absolut nachvollziehen. Ich habe natürlich mehr Rollenspiele gespielt, aber du hast Crash Bandicoot drauf gehabt, du hast Clonoa drauf gehabt, du hast Spyro drauf gehabt. Also Jump'n'Run-technisch kannst du dich nicht beschweren. Mhm. Das neue Spyro war auch mal nett, wieder mal. Die ganze Zeit. Ich probiere so gut wie ich kann, Cortex einzuholen, aber irgendwie. Irgendwie ist der mal ein bisschen schneller. Der kann gut schiefahren. Das Lustige an diesen Sektionen ist auch nachher, wenn man schon, das was du schon erwähnt hast, das Demo-Level mit dem Dino, der dich verfolgt. Die Charaktere passen ihre Geschwindigkeit an dich an. Mhm. Das heißt, wenn man nachher vielleicht mal drauf achtet, wie schnell ich bin und wie schnell der Dino sich auf einmal bewegt, obwohl er noch nicht weit weg war, das ist dann schon manchmal eine ganz gute Animation. Ich muss dich beeilen. Und genauso ist es hier mit Cortex, wenn man die ganze Zeit rennt, ist der viel schneller, als wenn man nur normal laufen würde, weil immer so ungefähr dieselbe Distanz zu Crash halten muss. Ja, da denkst du dich auch gerade eigentlich, ich spiele jetzt hier ein bisschen mit Crash, ja, ich könnte viel schneller und dann merkst du, Crash ist auf einmal so schnell, jetzt muss ich mal richtig fahren. Ja, und jetzt hat er auf einmal die Raketen angemacht, weil er hat keine Chance schneller. Ja, natürlich. Cheater. So unglaublich. Böser Cortex. Rüger. So, jetzt kommen wir endlich aus den eisigen Wetter raus. Mhm. Und jetzt gehen wir in das, was wir schon vorhin angesprochen haben, ein bisschen in die Vergangenheit. So 7000 Jahre. Ungefähr. Ist das die sechste Dimension jetzt? Oder die siebte? Das ist jetzt die sechste Dimension, genau.
Sechste von 10 insgesamt. Auch eine der wichtigsten Schüttelmasken, die man kriegen muss. Mhm. Dann kann man einfach diese Sachen, die man mit Kapuna war, also der Maske, wo man die Zeit so ein bisschen anhalten kann, vernachlässigen, weil man einfach quasi durch die komplette Map Damage boosten kann. Das heißt, jetzt auf jeden Fall probieren, bis zur Schüttelmaske nicht ein bisschen zu failen. Und dann kann man auch wieder Vollgas geben. Jo, der Dino. Ja. Mit dem eckigen Kopf. Mensch, warum habe ich eine Plattformnase? Ich hoffe, keiner springt da drauf. Ja, hast du die Ripple Maske? Jetzt gehen wir hier einfach überall durch. Nice, ey. Flup, flup, flup. Auch hier die ganzen Jahren, die interessieren uns nicht. Einfach gerade durch. So, jetzt wieder normal. Jetzt wieder normal, aber jetzt ist das Level auch quasi schon vorbei. Noch eine Liane zum Ziel. Und das ist halt echt cool, dass man da quasi das komplette Level mit einem Damage Boost quasi aushebeln kann. Genau, und dann kommen wir jetzt schon zum reihenfolgetechnisch gesehen ersten Cortex-Level. Das heißt auch ein Level, das nur aus Cortex besteht. Mhm. Dem Level gibt es nicht viel zu beachten. Es gibt eine Time-Trial-Route, die so eine kleine Abkürzung ist. Aber die ist auch von der Entwicklung so gewollt. Sieht man daran zum Beispiel, wenn man die Platin-Zeit hat, kann man ja auch die Entwicklergeister sehen. Das heißt, man sieht, wo der Entwickler seine Time-Trial gemacht hat oder wie er die gemacht hat. Der geht da auch diesen Weg. Und ansonsten ist es sehr, sehr viel geboostet mit Cortex. Ich nur noch Honda hier, ey. Lutfui! Du kannst nur ein Airdash zur Zeit machen, ne? Danach genau. Bist du, man kann immer nur ein Airdash machen, wenn man einmal gelandet ist oder von einem Gegner abgesprungen. Mhm. Hat man da einen Reset, wo man dann wieder einen zweiten machen kann. Man hat mit Cortex auch keinen Doppelsprung. Mhm. Das heißt, man kann nicht doppelt springen, man kann aber halt nach dem Sprung diesen Dash machen. Hat einen kleinen Damage Boost. Und das hier ist die kleine Abkürzung, die auf eine Entwicklung gewollt ist. Und quasi nicht außenrum geht, sondern einfach. Und seine Waffe macht aus Gegnern Plattformen, oder? Genau, seine Waffe macht aus Gegnern Plattformen, mhm, und Sprungplattformen oder unsichtbare Gegner. Okay. Das heißt, wenn man einen Gegner einmal trifft, wird er immer eine Plattform. Hier zum Beispiel. Mhm. Damit man auf dem stehen kann. Und wenn man auf einen Gegner zweimal schießt, wie man zum Beispiel dem hier machen muss, werden die Gegner immer eine Sprungplattform. Ah, okay. Es gibt aber auch andere Gegner, die dann unsichtbar werden nach dem zweiten Mal treffen. Mhm. Hier muss man mal ein bisschen Glück haben. Manche Schüsse gehen einfach ins Nirgendwo bei Cortex. Mhm. Na gut, wenn die funktionieren. Alright. Und da haben wir schon das Cortex-Level. Und jetzt kommen wir zum Demo-Level. Deswegen vielleicht schon ein bisschen bekannt zumindest. Mhm. Jetzt aber vielleicht nicht ganz so schwer, wie es damals in der Demo gezeigt wurde. Also den Weg werde ich schon einhalten, aber hier kann man sehr, sehr viel über Abgründe sliden und springen und machen. Hey, jetzt auf die Köpfe. Da sind sie. Aber ich weiß noch, als ich die Demo gespielt habe, auf dem Event das quasi ausprobiert habe, erstaunt darüber, wie viele schöne Details jetzt Crash 4 hat. Ja. Wenn das so der Erstkontakt war quasi. So von wegen, okay, sie haben es drauf. Also hätte ich auch nicht gedacht, dass das Spiel so gut wird, ehrlich gesagt. Also, wo es rauskam, es hat mich einfach von Anfang an gefesselt. Und es ist wirklich einfach nur Wahnsinnsarbeit. Über die Abgründe kann man übrigens fast immer sliden. Ah. Weil die auf der gleichen Höhe sind, wie man
da wo man abspringt. Da muss man nur aufpassen, in den ersten Frames von einem Slide kann man niedriger gehen. Das heißt, man darf nicht direkt an der Kante sliden, sondern muss immer ein bisschen vorher anfangen. Mhm. Dafür muss man den Spin dann aber recht spät machen, damit man überhaupt die Distanz schafft. Das heißt, man kann den Slide-Spin stark variieren in der Länge, je nachdem, wann man nach dem Slide spinnt. Und mit sowas muss man hier sehr, sehr spielen, damit man überhaupt diese langen Abgründe überwinden kann, ohne springen zu müssen. Ray, ich bin immer spannend. Verdammt nochmal, ist doch wieder weg. Hier kommt jetzt das zu tragen, dass man mit einem Schüttelmaske auf TNT landen kann, wie gerade eben. Mhm. Gerade wenn man das nicht gewohnt ist, wird man da einfach sterben, weil man dann denkt, man springt von dem TNT ab, wenn man springen gedrückt hält. Ja, ja. Aber man fällt eigentlich einfach durch. Das heißt, die einzige Option, die man hat, ist nochmal extra springen oder sliden. Aber gerade wenn man das jetzt anfängt, ist das so immer das Schwerste zu kapieren. Ich habe jetzt den Schüttelmask, dann nimmt man lieber die Schüttelmask gar nicht mit. Arme Dino, wie lahm der ist. Du schaffst das Timing natürlich noch mal eher wegen der höheren Frames hier, ne? Dass du dann da abspringen kannst von der... Nicht mit der Triple Mask. Mit der Triple Mask kann man sowieso draufschlagen. Okay, okay. Das heißt, da ist das Timing gleich. Das ist an der Konsole auch so. Es ist nur bei Nitros anders der Fall. Bei Nitros, okay. Genau. Jetzt kommen wir noch mal in den Timeline-Level. Den Anfang jetzt hier passend zur Dimension mit Dingo-Dial. Und den Ende oder das Ende. Sind wir ja gerade schon von Crash. Dingo da halt auch immer wieder schön, dass man da ein bisschen entspannen kann. Keine Slide-Spins, keine ultra-krassen Sprünge. Da kann man immer hier und da noch ein bisschen was sparen an Zeit, aber im Endeffekt ist es echt ein cooler Charakter, um so ein bisschen runterzukommen von dem ganzen Crash-Zeug. So, heutzutage finde ich es auch vollkommen so. Es sollte unterschiedliche Optionen mit Charakteren dann geben, zwischendurch, dass du einfach mal auch ein anderes Rhythmusgefühl reinkommst beim Spielen. Auf jeden Fall. Und das tut dem Spiel auch wirklich gut, finde ich. Du kannst mit dem Design eben auch so viel anders nochmal machen. Ja, ist halt wirklich ein anderes Moveset. Der kann tief viel weiter springen als Crash überhaupt. Und er hat eine Wumme. Er kann TNTs einsaugen, kann sie woanders hinschießen. Mhm. Das sind wirklich nochmal so komplett neue Ideen, die man mit dem Charakter einfach umsetzen kann. Wirklich echt. Ja. Schon nicht beten. Das Ganze mit drei verschiedenen Charakteren zusätzlich zu dem, was halt normal für Crash Bandicoot ist, ist schon echt viel. Da ist ja ein Riss. Und dann ist der Dino auf einmal blockiert. Das ist ja der Wahnsinn. Oh. Unglaublich. Luca. Na, das TNT erwischt. Wo sollte in dem Level nicht so schlimm sein? So, den Part kennen wir schon, der ist aber noch mal ein bisschen fieser, weil hier wesentlich mehr Nitros und TNTs rumliegen. Die einen doch noch mal probieren, das Leben ein bisschen schwer zu machen. Aber jetzt haben wir gleich wieder eine Schüttelmaske. Und da kommt wieder das zum Tragen, dass wir von Nitros nicht abspringen. Das kann dann auch in Situationen gut helfen.
Hat der Dino ein bisschen gar finden? So schnell ist er eigentlich nicht. Aber er kommt trotzdem nicht ran. Mhm. Schön. Dann kommen wir jetzt schon in wieder eine komplett andere Welt. Jetzt geht man nämlich so ein bisschen in die Raumfahrt. Es gibt auch ein paar gute Kisses in den Level, die kann ich aber leider nicht machen, weil die nur 80% wirksam sind. In der Time-Trial sind die leider nicht möglich. Aber dafür probieren wir einfach so schnell wie möglich auf den normalen Weg durchzugehen. Du hast gesagt, du hast die Insane Trilogy nochmal gespielt vor einiger Zeit. Hast du die PlayStation 1 Originale ab und zu mal eingelegt, mal wieder einfach so zum Vergleich? Habe ich nicht, möchte ich aber jetzt in nächster Zeit auf jeden Fall machen. Das habe ich wirklich jetzt vor, jetzt diese oder nächste Woche tatsächlich zu machen. Mhm. Diese Woche habe ich jetzt nur Crash 4 gespielt, weil ich mich auch ein bisschen auf heute vorbereiten wollte. Aber ich habe auf jeden Fall vorgehabt, die ganzen alten Teile zu spielen. Ich werde auch Insane Trilogy zum ersten Mal spielen. Habe ich noch nie gespielt, bin ich auch gespannt drauf. Mhm. Und ich werde auch nochmal die originalen Teile auf Emulator einlegen. Die ersten drei, also auch wenn die Insane Trilogy natürlich sehr gut ist, aber es ist natürlich trotzdem nochmal ein bisschen anderes Gefühl, ne? Genau, da habe ich auch letztens einen Speedrunner gefragt, den ich gradet hatte, der Crash Original Speedrunner ist von den ersten drei Teilen. Mhm. Und da meinte ich, also, gibt es da so große Unterschiede, was zwischen den Spielen? Und er meinte, das ist kein Vergleich wie Tag und Nacht. Mhm. Das ist noch viel krasser. Und da bin ich schon echt gespannt drauf, wie schwer es dann wirklich wird oder wie groß anders es ist. Mhm. Weil ich natürlich aus den 90ern habe ich die Spiele noch im Kopf, aber die 90er sind jetzt ja auch schon ein Weilchen her, ja. Ein paar Jahre her, ja. So ein Vierteljahrhundert. Einigermaßen lang, ja. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt. Also ich freue mich auch schon drauf, die wieder spielen zu können. Ich check mal, was wir hier zwischendurch, also die PS2 Gamecube-Ära oder sowas. Zumindest glaube ich, müsst die alle noch haben. Amt. Okay, also Teil Warped war Teil 3. The Wrath of Cortex. Genau, Twin Sanity, den ich letztens erst gespielt hatte. Crash of the Titans. Mind Over Mutant. Dann haben wir schon Crash Bandicoot 4 nach 12 Jahren, nach 2008, 2020 rausgekommen. Also eine Handvoll sind da auf jeden Fall. Ja. Ich habe auch etliche Spyros noch, die ich noch mal mir mal anschauen wollte aus der PS2 Gamecube Richtung PS3-Ära. Speed ist leider auch ein Bug, der manchmal passiert. Schade. Also die Spiele habe ich auch alle gespielt, beziehungsweise möchte ich alle spielen, bis auf Transcendency, das fehlt mir halt noch. Und die Crash of Titans und das heißt, das habe ich auch nicht gespielt. Habe ich aber ehrlich gesagt auch nicht vor, weil das sind irgendwie so Beat'em-up-Spiele sein. Mhm. Das ist nun wirklich nicht wirklich mein Genre. Es müsste GBA Sidescroller noch geben oder sowas? Da gab es noch mal GBA-Version von irgendwas, meine ich. Ja, die habe ich auch gespielt, die beiden Game Boy Advance-Spiele. Mhm. Das war einmal The Big Adventure und Entrance, hießen die beiden. Und die habe ich auch jetzt in letzter Zeit gespielt. Und die sind auch wirklich knackig gewesen. Also hätte ich nicht gedacht, dass Game Boy Advance-Spiele das so gut widerspiegeln können, aber es war schon echt cool. Aber die haben sich auch wirklich sehr gut gesteuert auf dem Emulator, muss ich sagen. Also hätte ich auch nicht gedacht, dass die Steuerung da so gut ist. Was ich auch nicht wusste bis dahin, die Game Boy Advance-Spiele sind auch von Vicarious Visions gemacht, die auch die Insane Trilogy gemacht haben. Das ist ja ein echt, also sehr langlebiges Studio an sich. Ja, also dachte ich echt nicht, dass die Anfang der 2000er überhaupt schon aktiv waren. Aber sogar da haben sie schon Spendicool entwickelt gehabt. Und sich beworben dann für spätere Sachen. Das kann man so sagen, ja. Verwirrende Stage. Mhm. Links, rechts, oben. Genau, wir haben eine neue Maske, die haben wir ganz vergessen. Ja, wir haben Ika jetzt. Ika ist eine Gravitationsmaske, würde ich es jetzt nennen. Beckenlaufen oder so, ne? Genau, man kann zweimal pro Sprung die Taste aktivieren, das heißt einmal nach oben, einmal nach unten. Sobald man einmal gelandet ist, ist es wieder ein Reset, dann kann man das wieder neu machen. Das heißt, man kann innerhalb jedes Sprungs quasi einmal auf die normale Ebene wieder zurück, wo man herkam. Aber man kann nicht mehrmals die Ebene nach oben zum Beispiel wechseln. Das heißt, man kann jetzt nicht unendlich lange abwechselnd diese Tasten drücken, um dann weit zu fliegen. Ja, sonst könntest du ja immer die ganze Zeit einfach nur in der Mitte durchfliegen durch den Level. Mhm. Genau. Und deswegen ist es so gecapped, dass man die so oft aktivieren kann, dass man genau so, wie man startet ist, auch wieder landen könnte. Das ist eigentlich mal so ein Ratchet & Clank Cameo.
Kann mal sein. Mhm. Wir sind in der Zukunft. Selfies. Natürlich. Ob die Crash auch in der Vergangenheit machen würde? Ja. Weißt du nicht, wo er sie hochladen kann? Kein WLAN in, bei den Dinos. Ich muss das Schiff finden. So, hier haben wir wieder ein Timeline-Level. Das heißt, das Ende, das werden wir gleich wieder spielen, wenn wir es eben schon hatten. Den ersten Part diesmal mit Cortex. Ist auch eins der schwereren Level auf jeden Fall. Aber vor allem für die Leute, die das jetzt zum ersten Mal spielen, weil Cortex Movement wirklich sehr, sehr gewöhnungsbedürftig ist. Und das auf Geschwindigkeit zu spielen, ist schon nicht so easy. Wo man natürlich auch wissen muss, wo man überhaupt lang muss, das sind immer so die größten Probleme. Es gibt zum Beispiel einen Gegner, der unsichtbar wurde, wenn ich ihn zweimal angetitscht habe. Die werden wieder zur Sprungplattform. Das heißt, es hängt immer vom Gegnertyp ab, was die denn beim zweiten Schuss vom Cortex wären. Hier habe ich gerade eine Ausrufezeichenkiste durch eine Wand aktiviert. Damit ich jetzt nicht durch diese springende Kiste da durch muss. Und ich quasi skippen damit. Und hier waren wir eben schon mal. Nur das Level ist ein bisschen fieser als sonst. Jetzt in der Timespire ist es nicht so schlimm. Aber wie man sieht, die ganzen Nitros hier bewegen sich absolut nicht. Aber anscheinend haben die Entwickler das vergessen, bei der letzten Nitro-Reihe aufzumachen. Und die Nitros können einfach random springen und dich treffen. Du kannst nichts dagegen tun. Ach du Scheiße. Und gerade wenn man hier das wahnsinnig perfekte Relikt tun will, kriegt man keine Maske im Crash-Part. Das heißt, es ist dann immer Pray G. Springt nicht Nitro. Ist eine gute Wahrscheinlichkeit, dass es nicht springt, aber es kann halt immer wieder passieren. Und dann auch komplette Runs kosten. Und das ist so ungefähr 2,5 Stunden in den Run rein, wenn das Level kommt. Mhm. Ja, das ist dann schon echt ärgerlich. Auch die Nitros hier können nicht springen. Alles direkt jemand von Entwicklern. Aber am Ende heißt es immer hoffen. Schätzt du, das wäre wahrscheinlich etwas, was in den Konsolenversionen gefixt ist? Nee, auch nicht. Und das war auch schon in der allerersten Version der Fehler. Ich hab's damals noch nicht gewusst. Jetzt wurde ich auch von dem springenden Nitro getroffen, das war unlucky. Jetzt muss man sogar wirklich hoffen, dass das Nitro am Ende nicht springt. Ansonsten dürfen wir die komplette Time Trial nochmal machen. Alles soweit, so gut. Das dritte in der Reihe ist es, das was ganz unten ist. Das kann ein bisschen fies sein. So, also nicht die ersten hier. Auch nicht das zweite. Jetzt ist es gerade gesprungen, dann kannst du nicht nochmal springen. Immer Glück gehabt, aber rein theoretisch, wenn es springt, wäre man gerade zur Seite gehen. Okay. Alter. Dann trifft einen das und man kann wirklich nichts dagegen tun. Das ist pure RNG, ja? Das ist pure RNG. Also es ist nicht pure RNG, es springt immer zum gleichen Zeitpunkt. Mhm. Aber es ist halt so unwahrscheinlich, dass man immer exakt schnell zu diesem Punkt kommt. Okay. Und deswegen ist es quasi RNG, auch wenn es immer dasselbe ist. Mhm. Wenn ich jetzt aber auf den Timer gucken würde und ich weiß, ich gehe immer zum selben Punkt auf die Rail drauf, dann würde es sogar managebar sein. Mhm. Aber ich will dann auf einer Rail auch nicht unbedingt immer so 10 Sekunden warten, bis ich dann den perfekten Cycle habe. Sondern wenn ich da eine 20% Chance habe, so wie ich es ungefähr einschätze, dann gehe ich einfach dafür und hoffe, dass es nicht passiert. Immer zu viel die Taste gedrückt. Hätte ich da Anzeige sparen können. Hier kam wieder ein bisschen Boost mit Arcano. Mhm. Wir haben das Wudelbild da gehört. Mhm. Genau, mit Triple Mass ist man sowieso dann echt safe in der Position.
Hier lohnt sich der Triple Spin leider nicht, weil die Decke zu niedrig ist. Da würde man einfach nur gegenfliegen. Deswegen einfach hier Slide Spin. Auch wenn man die Möglichkeit hätte auf diesen schönen Arcano Triple Spin. Ich habe es geschafft. Und dann kommen wir schon zum letzten Weltraumlevel. Diesmal sind wir nicht nur im Weltraum, sondern eigentlich auf einer komplett anderen Welt. Mhm. Und hier kriegt man auch das zweite Reittier zu sehen. Neben dem süßen Eisbär Polar gibt es noch einen kleinen Alien, auf dem wir reiten können. Das hat sich das Alien auch nicht so vorgestellt. Wie ich bin jetzt ein Reittier. Hier ist übrigens eine Schildkröte, auf der man landen kann, auf allen anderen nicht. Oh. Cool. Warum? Keine Ahnung, aber es geht auf der. Und ansonsten haben wir jetzt hier vor uns den lieben Schnurgel. Was das Schnurgel heißt, wissen wir übrigens daher, weil am Ende von Crash Bandicoot kann man Artworks freischalten. Mhm. Und dann werden zumindest die Gegner einem vorgestellt. Und nachher laufen uns große Viecher von denen entgegen. Und die heißen laut Artwork einfach nur Schnurgelmama. Deswegen ist das unser lieber kleiner Schnurgel. Mhm. Hat dasselbe Movement wie der Eisbär. Also man kann boosten, springen. Das war die Mama. Aber machen kann man nicht. Und das war eine von den besonderen. Sind ein paar in dem Spiel. Es ist nicht nur eine, aber wie genau das mit der Fortpflanzung zum Beispiel funktioniert, habe ich nicht nachgedacht. Es ist ein Alien-Planet. Wen juckt's? Preis vor Bob, ich schreibe ihn mit deinem wichtigen Anliegen. Wie war das mit den Schnurgels? Und der Mama. Nicht die Mama. Es gibt ganz viele Bienen und Buben, ne? Ich denke mal, das geht so ähnlich. Wahrscheinlich. So ist wahrscheinlich was aber auch tatsächlich bei den Community-Management von solchen Spielefirmen eintrifft. Ich habe da wichtige Anliegen. Ich habe euch was geschrieben. Sind noch eins. Oder ist der gleiche? Hier ist ein anderes. Ne? Das bin ich mir nicht mehr sicher. Rein theoretisch müsste es ein anderer sein. Ja, der andere müsste ja irgendwo vorgelaufen sein mit dem Schleichweg. Das würde ja gar keinen Sinn ergeben. Das ist Schnurgel 2, eindeutig. Er ist genauso niedlich wie der erste. Der Vogel, sein Cousin. Und Schüttelmaske kann man ja übrigens nicht kriegen, das heißt, Maske muss ich jetzt gar nicht mitnehmen. Bisschen schade, dass es nicht auf den Reittieren funktioniert. Auch bei den anderen Charakteren, Torna, Cortex und Dingo, kann man keine Schüttelmasken kriegen. In manchen Situationen ein bisschen schade. Aber so ist es dann halt einfach. Woran erkennst du, dass das alles Aliens sind? Alle Viecher hier haben Fühler. Ich wollte gerade sagen, am Schnurrbart. Ja, so ist das auf dem Alien-Planeten dort, ne? Ja, das ist normal. Das ist auch Grundwissen, oder? Ja, eigentlich schon. Alien und Predator haben es damals nur falsch gemacht. Eben. Da fehlen die Fühler. Das ist natürlich schade. War ein Übersetzungsfehler. So, da kommen wir schon in die vorletzte Dimension. Schnell ein bisschen Dimension. Eigentlich eine Dimension, wo man ein bisschen feiern geht, die Snacks Dimension. Immer schön futuristisch unterwegs und hier sind wir eigentlich hingegangen, weil wir gerade Enchorpy besiegt haben. Mhm. Aber ganz das Ende vom Spiel soll es nicht sein, weil ganz das ist fünfte Element. Ist. Mhm. Vortex ist doch böse. Ich habe es nicht geglaubt, aber es ist wirklich so. Wirklich? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber er hat dir doch so gut geholfen. Also hat er wirklich, ja. Aber ja. Die meisten Spieler, die Crash 4 gespielt haben, würden sagen, also Cortex, nee, der hat nicht geholfen. Er hat sich selbst geholfen am Ende. Seile von ihm. Ja, wer braucht die schon? Können ja auch ohne weiter. Ha, wo wir hin wollen, brauchen wir keine Seile. Mhm. Auf dem Ende vom Level ist nochmal ein schöner kleiner Skip. Oh, der Taco-Mann.
Dingo-Taco, Mann. Ja. Ja, noch mehr Tacos. Da hinten übrigens Dingo-Steiner. Die sind in der Zukunft. Und das. Dingo hat hier eine Identitätskriege, weil Dingo in der Zukunft sieht, dass er ein Restaurant eröffnet hat. Und weiß jetzt nicht, ob er wirklich in der Zukunft ein Restaurant eröffnen soll. Ist natürlich schwierig. Du möchtest vom Schicksal nicht in einen Restaurantbetrieb gezwungen werden. Nur weil es so war. In der Zukunft. So, hier nehmen wir nicht den Aufzug. Aha. Überall Foodtrucks. Ah. Da wird man ja hungrig. Ja. Und diese Stelle machen wir nicht mit der Maske, wie es vorgesehen ist, sondern mit einer anderen. Damit man hier quasi einfach mal ein bisschen Oh, krass. Nice. Und anstatt die Wege zu nehmen, gehen wir einfach direkt ins Ziel. Alter, wirklich. Sehr gut. Finde ich schön, wie die Kamera nicht mitkommt und du aus der Ferne das Ding einsammeln musst. Ja, es ist auch ein bisschen schwierig mit dem Angucken. Da hilft der gelbe Kreis auch nicht mehr so viel. Ja. Aber zum Glück sind da ein paar unsichtbare Wände, an denen man sich gerade orientieren kann, wenn man gerade runterfällt. Okay. Da ist das Ganze in Ordnung. Aber man muss halt trotzdem wissen, wo man genau hinspringen möchte. So, jetzt die bei weitem längste Time Trial. Und für mich persönlich auch bei weitem langweiligste, weil es ist Dingo und Torna. Zwei Charaktere, mit denen man nicht unbedingt schnell sein kann. Und klar hat man auch Platforming-Sections, die nicht so einfach sind. Aber im Endeffekt ist es einfach nur rumgehüpft mit den beiden. Und da werde ich jetzt mal... Ich glaube, so circa 5,5 Minuten geht diese Time Trial in Echtzeit. Zeit für Donations. Ja. Oder Zeit, einfach mal ein bisschen runterzukommen von einem Run. Normalerweise bin ich hier immer so bei... circa 7 Stunden im Run. 6,5 bis 7 Stunden. Mhm. Bei der Time Trial. Und da ist es dann schon gut, wenn man mal so einen kleinen Moment hat, wo man ein bisschen ruhiger machen kann, wo es nicht ganz so schlimm zugeht. Du hattest, bevor wir angefangen sind, auch mal kurz erzählt, du machst auch dann so komplett Serious Runs teilweise, oder habe ich das richtig im Kopf? Genau, also. Das hatte ich jetzt einmal gemacht und bin leider dran gescheitert, dass ich mit Crash 4 Frame-Probleme hatte. Hat aber vorher die Insane Trilogy, dazu noch die beiden Game Boy Advance-Spiele und Crash Bandicoot 4 Wrath of Cortex, also das originale 4, am Stück auf maximale Prozent gespielt. Wollte dann halt den vierten anfangen, es hat leider nicht mehr geklappt. Aber ich denke, demnächst werde ich einen Run machen, wo das nochmal läuft, weil Frame-Probleme sind zum Glück jetzt auch gefixt. Und jetzt wieder nochmal spielen, habe ich schon letzte Woche wieder recht gut hinbekommen. Mhm. Und von daher wird es da auf jeden Fall einen Crash Bandicoot Series Run nochmal vollständig geben bei mir. Auf wie viel Zeit kommst du da in etwa, wenn du die alle hintereinander machst? Also ich plane aktuell ein, vielleicht auch noch, da bin ich mir jetzt aber wirklich noch nicht sicher, die OG-3 Teile auch noch extra mit reinzunehmen. Weil es ist noch nicht lang genug anscheinend. Nur die Insane Trilogy und dann würde ich so auf 60 Stunden kommen. Eine Spielzeit. Okay, wie hältst du dich da wach? Energy ist ganz gut, muss ich sagen. Ja. Aber nicht so viel, also es geht eigentlich. Also ich habe immer mein schönes Pulver da und mit dem mache ich mir so 3-4 Mischungen fertig, die ich dann über die Zeit trinke und ansonsten gibt es eigentlich nur Wasser. Oh, okay. Also keine Essenspause oder so? Nach jedem Run, also nach jedem Spiel habe ich immer so 5-10 Minuten Pause gemacht. Okay. Um dann mal ein bisschen runterzukommen, dann mal ein bisschen was gegessen und... Dann geht's, ja. Und dann geht's weiter quasi. So von wegen, also selbst mit so einer kleinen Pause oder so dazwischen bei 60 Stunden, denke ich auch so von wegen nicht nur... Schlafmangel, sondern auch Konzentration einfach, weil du musst ja auch, das sind ja keine einfachen Games, ne? Auch wenn du Muscle Memory und Erfahrung drin hast, du musst ja voll konzentriert sein, das klappt dann noch. Also das hat noch sehr gut funktioniert, also bei dem letzten, was ich hatte, da hatte ich halt nur 33 Stunden gespielt, da ging alles noch super und halt Crash 4 ist halt an Frames gescheitert. Hä? Da wollte ich auf dem TNT landen, sehr schade. Ja, bei Crash 4 bin ich halt leider an Frames gescheitert, deswegen kann ich nicht sagen, aber ich möchte auf jeden Fall Crash Bandicoot 4, auch wenn es der schwerste auf dem Papier ist, als allerletztes spielen. Mhm. Einfach damit ich diesen Vergleich habe, weil in dem Spiel weiß ich, wie ich normalerweise spiele, wie gut ich bin, was ich dann machen könnte. Mhm. Wenn ich dann nach 30 oder 40 Stunden in dieses Spiel komme und dann halt sehe, was ich wirklich noch kann, da kann ich dann am besten vergleichen, wie es denn wirklich mit der Konzentration aussieht. Und ich mache die Runs auch ehrlich gesagt nicht für die Community oder für sonst wen, sondern ich mache die für mich selber. Mhm. Und ich will halt gucken, wie weit ich gehen kann. Mhm.
Und ich habe halt letztes Mal gemerkt, auch wenn ich es nicht ganz beendet habe, dass es noch nicht mein Limit war. Und deswegen probiere ich mich da gerne weiter aus. Ach, die Kraft der Jugend. Ich bin auch schon in meinen 30ern und so jung bin ich gar nicht mehr. Die 30er. Die Jugend. Ja, aber großer Respekt davor. Also nicht nur, dass der Elan da ist, sondern eben auch wirklich die Energie und die Konzentration, sowas durchzuziehen, bin ich immer sehr beeindruckt von. Danke. Aber man muss es erstmal machen. Also ich habe es dann auch nicht durchgezogen. Also 623% war jetzt der Run, den ich gemacht hatte. Das war dieses Höchste, was ich da erreicht hatte. Mhm. Wenn ich es mit OG schaffen sollte, das heißt den originalen drei Teilen noch extra dazu, wäre ich dann bei 1134%, wenn ich mich gerade nicht täusche. Sind dann 11 Spiele. Da hätte ich habe irgendwie schon so ein bisschen Bock drauf, muss ich schon ehrlich sagen. Okay, Race. Du gegen ihn? Okay, Gregor. Ihr habt's gehört. Ich hab mich gemeint. Ach so. Alles das einzige Race, was wir machen, ist schnell aus dem Raum rauslaufen. Dann sag ich aber, Hulga, von ihr seht mich nie wieder. Ja, aber der tut eben sehr schade gerade. Das ist schade, Level, ja. Weil das kostet auch so viel Zeit. Gerade am Ende vom Level, es kommt noch eine sehr schwere Lektion mit Ponner. Und da muss man über viele Plattformen der Autobahn springen. An der Plattform bist du gescheitert vorhin, ne? Ja, eben an der Plattform. Ja, das war cool. Aber es kommen am Ende noch schwerere Parts, die halt wie eine Autobahn sind. Okay. Die man überqueren muss. Man bekommt mit Turner insgesamt auch nur eine Maske. Das hier ist die einzige, die man mit Turner bekommt. Und das Ende kann schon ziemlich nervenaufreibend sein. Und da geht halt sehr, sehr viel Zeit, sehr, sehr viel schnell. Einfach mal den Bach runter. Hoffen mal, dass es jetzt nicht passiert. Hier brauchen wir übrigens den Aufzug nicht mitnehmen. Mhm. Man kann einfach auf die Rail. Mhm. Weiß ich jetzt auch nicht, warum wir da nicht eine unsichtbare Wand hingepackt haben, aber da gibt es so ein paar Situationen. Lustige ist, dass kurz nachdem Crash 4 rauskam, so 2-3 Monate später, gab es einen Devs React to Speedrun und Crash Bandicoot 4. Ah, da klingelt was, ja. Und alle Glitches, die in diesem Any% waren, da wurde der Any% von Rico gezeigt, der damalige Weltrekord war. Und alle Glitches, die in diesem Run gezeigt wurden, waren dann in der April-Version gepatcht gewesen. Mhm. Und alles, was er nicht gemacht hatte, weil es zu schwer war oder noch nicht gefunden wurde, wurde nicht gepatcht. Also man weiß schon genau, wo die Entwickler ihre Anreize Schweinerei genommen haben. Weißt du, ich kann es von der einen Seite bei Entwicklern verstehen, von wegen, wenn dann auch jeder reagiert natürlich ein bisschen anders, wenn die eigenen Spiele auseinandergepflückt werden. Ich würde in der Seite aber auch sagen, wenn es das Spiel für oder das Spielgefühl für die Casual-Leute nicht schlechter macht, sondern die Leute nicht beeinträchtigt, lasst alle Glitches dran. Ja. Sehe ich auch so. Vor allem, wenn die Tricks daraus dann cool sind. Ich kann es verstehen, wenn man einen Glitch rausnimmt, der halt wirklich game-breaking ist und der nicht so spannend ist und so, aber so, ja, so von wegen, was das Ding zum Absturz bringt oder ist etwas, was alle Leute leicht machen können, du überspringst damit das komplette Spiel. Dass jemand aus Versehen als Casual-Spieler da reinstolpert und sich das Spiel madig macht. Da gibt es sogar einen Glitch. Ach, den gibt es aber auch durch der Konsolenvariante auf der ersten Version. Mhm. Wenn man deine Tastatur an die PlayStation anschließt und einfach immer wieder F drückt. To pay respects? Kommt man durch alle Level durch, hat den Endboss den Schubbelstein freigeschalten, ja? Okay. Ja, okay, ja, da hat jemand das Debugging nicht ausgemacht. Also das war schon sehr interessant, dass das rausgekommen. Ja, solche Glitches sind okay, wenn man die rausnimmt vielleicht, aber... Aber zum Beispiel, was ich jetzt als gutes Beispiel nehme, ist immer dieser Blue Gems Skip. Das Level muss man ja eigentlich komplett spielen, ohne eine Kiste einzusammeln. Mhm. Und ich gehe einfach unter die Map und hole diesen Gem. Da kann ich schon verstehen, dass die Entwickler das raus haben wollen. Aber gerade für den Skip wurde sogar noch eine andere Variante gefunden, die dann auch auf PS5 funktioniert. Von daher, wenn sie es dann nicht konsequent weiterpatchen, dann sehe ich auch nicht wirklich den Sinn dahinter, das also, gepatcht zu haben. Ich muss denen sagen, wenn sie den raus haben wollen, sie wollen speziell dich und die paar anderen Leute, die das wirklich dann auch ausnutzen. Das ist fast schon, lohnt es die Arbeit überhaupt, diesen Glitch zu fixen? Ja, ja. Ist richtig. Und gerade wenn jetzt am Ende alle auf der PC-Version spielen, die sowieso unabhängig von der PlayStation-Version ist, noch die alten Glitches drin hat, ist es ja noch ein bisschen sinnfreier sogar. Es wurde dann nur für die PlayStation-Leute gefixt. Das war ein bisschen Zätschen der Community, sag ich mal.
Party Boy. Hey, ist aber auch keine schlechte Idee. Du fixst ein Game nur die Konsolenversion und für die Speedrunner lässt du es auf der PC-Version. Ist doch eigentlich nicht so verkehrt. Ja, was, wenn du ein Speedrunner wärst und deinen Speedrunner-Kollegen was auswischen möchtest, ne? Ja. Dann sagst du, hey, ich mach so ein Dev Reacts oder so und zeigst nur die Tricks, die anderen anwenden und nicht die du benutzt. Ja. No? Ist eigentlich eine gute Idee, ja. Für mich war es halt sehr, sehr schade, weil ich habe sehr, sehr gerne auf PS5 gerannt. Also 106% Weltrekord habe ich sogar noch auf der PS5, aber halt nicht auf der PC-Version. Aber die PS5-Version sehe ich einfach nicht mehr spielen, weil die halt viele Sachen einfach nicht kann. Und es macht einfach nicht so viel Spaß, auf der zu runnen. Ich wäre gerne bei PlayStation geblieben, aber mit den Patches war es dann leider nicht mehr wirklich spaßig. Und dann musste ich halt zur PC-Version wechseln. Hier muss man sich auch nur merken, wie diese Autos kommen. Auch mal dasselbe. Ansonsten wird Cortex ganz viel boosten. Und gleich kommt noch ein Crash-Part, den sehr, sehr viele am Anfang verflucht haben. Am Ende von diesem Part hier wird Cortex wieder böse. Er setzt seinen bösen Plan, um alle vier Quantenmassen zu klauen. Oh no, nein! Wer hätte es gedacht? Und Crash muss ihm hinterherjagen. Und die Sektion zum Hinterherjagen ist echt nicht so die schönste. Uff. Aber wir probieren da einfach so schnell wie möglich durchzukommen. Hey. Und jetzt müssen wir dem Raumschiff hinterher mit dem. Das ist nice. Liegt. Oh. Oh, verdammt! Oh. Und das ist natürlich dann wieder. Okay, es ist hart. Schön. Gerade, dass man auch das ganze Level dann nochmal neu machen muss. Mhm. Wie ärgerlich, ey. Hier ist er noch, die Bonnet. Er wird gleich erst wieder böse. Ich hoffe, dass er jetzt auch lieber nett zu mir ist. So nehme ich auch nicht immer. Aber es waren nur die Füße, die brauchte nicht. Ich hab's gemerkt, ich wollte aber nicht noch länger warten. Das ist, wenn es so ein doofes Timing ist, dass das Ding gerade runtergeht, wenn man auf der Kiste dann kann man nicht direkt hindashen, sondern muss halt nochmal hinten auf den Pfeil gehen. Aber dann ist halt genau dieses Timing so knapp, wie es jetzt leider war. Mülltonnen, ey. Ja, diese Mülltonnen. Also ich möchte nicht in der Zukunft leben, wo die Mülltonnen Arme haben. Ganz ehrlich. Ja, verfolgen dich, wenn du gerade einen Döner isst oder so. Hier, gib mir deinen Müll. Gerne damit. Den habe ich mittlerweile wirklich Albträume. Ich war noch nicht fertig. Egal. Nein damit! Nicht Oscar aus der Mülltonne, Oscar ist die Mülltonne. So, dann hoffen wir mal, dass der Crash-Part diesmal nicht so gemein ist. Will natürlich auch mal schnell sein, das ist immer ein bisschen tricky, mit dem Triple-Spin dann genau diese Weite zu timen. Mhm. In 2D-Sections ist das nicht so schlimm, aber in 3D-Sections, wo man nach vorne geht, wo der Triple-Spin auch nicht immer den, sag mal, selben Boost gibt. Manchmal schon ziemlich tricky. Hm.
So, los geht's, Crash. Ekelhaft. Aber geil. Wirklich ekelhaft, das stimmt, ja. Krass. So, und dann sind wir schon in der letzten Dimension. Mhm. Die letzten vier Level. Da hat sich Toys for Bob gedacht, wir lassen es nochmal richtig krachen. Ja, auch nochmal ein kleiner Rückwurf in die Vergangenheit, weil wir sind jetzt in den 1990er Jahren. Wir sind quasi in der Zeit, wo Crash Bandicoot von Cortex erschaffen wurde. Hm. Und Storytelling ist hier, Cortex möchte sich selber aufhalten, Crash zu erschaffen. Das wird viele Probleme lösen für ihn, muss man sagen. Das würde viele Probleme lösen, aber ob er es im Endeffekt hinbekommt, ich weiß ja nicht. Wir werden sehen. Angesichts, dass es bisher keinen Crash Bandicoot 5 gab. Ja, stimmt. Also wer das 106% Ende gesehen hat, wenn das jemand freigeschalten hat, da gibt es sogar einen Teaser auf den nächsten Teil. Hm. Oh. Also das Ende, das wahre Ende von Crash Bandicoot, wenn man die maximalen Prozent erreicht hat, ist tatsächlich ein Teaser auf den nächsten Teil. Und da wäre ich sehr gespannt drauf. Ich habe übrigens gerade einen Skip gemacht. Ich habe die Maske behalten. Mhm. Das habe ich gar nicht so. Aber eigentlich sollte man hier diese Maske nicht mehr haben. Mhm. Deswegen sieht die Kamera auch wieder ein bisschen komisch aus. Ja. Hey. Ja? Ja, da wurde ich von einem Zahnrad getroffen, was unsichtbar ist. Das kann leider passieren. Achso, ich dachte, vielleicht eine Todeszone, die unsichtbar war. Die unsichtbaren Zahnräder gesehen. Also ich sehe eigentlich immer nur die unsichtbaren Einhörner und die Zahnräder sind manchmal so. Ja. Da bist du ja schon wieder. Wie, du möchtest meine Brieftasche. Auch ein Glitch, der übrigens auf PS5 gepatcht wurde. Dass man hier die Maske so einfach behalten kann. Es gibt noch einen anderen Weg. Der ist aber wirklich sehr, sehr schwer. Den mache ich selber in den Time Trials nicht, weil er halt sehr, sehr viel Zeit kosten kann, wenn er schief geht. Aber rein theoretisch könnte man die auch anders behalten. Man braucht hier nur links auf der Map rausgehen und dann kann man einfach die Maske behalten. Ah, okay. Die Entwickler das übersehen haben, aber auf der PS5-Version ist es dann zumindest gepatcht. Aber am PC können wir das noch verwenden. Wenn wir jetzt auch mal ein bisschen normalen Weg gehen, dann ist die Kamera nicht so verbuggt, dann sehe ich das Zahnrad vielleicht auch. Nee, man sieht es nicht. Es ist einfach unsichtbar, manchmal taucht es auf. Es ist manchmal schon ziemlich belastend. Ja. Da wollte ich eigentlich einen Schüffelspin machen, beziehungsweise hab einen gemacht. Dachte aber, der Boost würde mich einen kleinen Meter nach vorne mehr schleudern, aber hat er nicht. Ja, dafür sind die Level halt auch berühmt, die letzten vier nochmal. Dass die auf jeden Fall auch vom Platforming-Part nochmal einiges an neuen Challenge. Sieht auch sehr knackig aus. Und gerade auch mit der Maske, so wie ich spiele, dass ich halt diese Ika-Ika-Maske weiterhin behalte, macht diesen Part nicht unbedingt einfacher. Auch wenn es sie nochmal ein bisschen schneller macht. Immer davor. Gehe ich nicht den tricky Weg, um einfach weiterzugehen. Jetzt haben wir eine schöne Triple-Maske, jetzt können wir sowieso ein bisschen Gas geben. Oh, nice, nice. Das ist wohl lustig, wenn ich euch so atmen höre, dann so zwischendurch. Ja. Wie gesagt, für uns ist es auch belastend. Ja. Schämst du dich nicht? Uns sowas hier durchstehen zu lassen. Also, es tut mir schon ein bisschen leid, aber. Irgendwie auch nicht.
irgendwie auch nicht. Ja, okay. Ich versteh's. Jetzt haben wir das Level gleich geschafft. Das war jetzt auch ein Level, wo man recht viel mit diesen ganzen Masken arbeiten musste. Das nächste Level, die toxischen Tunnel, ist quasi genau das Gegenteil. Ein genauso schweres Level, aber komplett ohne diese Masken, sondern reines Plattforming. Und da kann man auch richtig schöne viele Cycle abkürzen. Ich hoffe, da kriege ich auch einige hin. Mir fällt gerade auf, in den Game gibt es kaum Bosse, oder? Die Bosse habe ich jetzt alles geskippt. Also, es gibt also die skippst du erstmal, ja? Genau, also ich habe ja das Spiel in der, auf der Save-File jetzt einmal komplett durchgespielt, damit ich diesen Triple-Spin freischalte. Dazu hätte ich jeden Boss einmal zum Beispiel besiegen müssen. Und nach dem letzten Boss, der jetzt auch am Ende von der Dimension hier ist, schaltet man den frei. Aber in den Bossen gibt es natürlich keine Time-Trials. Deswegen habe ich die jetzt hier nicht mitgemacht. Okay. Aber insgesamt würde es 5 Stück geben. Alles klar. Hier ist übrigens ganz versteckt eine Maske. Oh, ja. Wirklich auch sehr nett, dass das ein auf jeden Fall hinter dem Nitro. Atem, wo die Masken versteckt sind, die einem wirklich helfen können in dem Level hier. Im normalen Level ist da selbst eine goldene Wumpa, die einem helfen kann. Mit den 80% Wumpas, die man in jedem Level sammeln muss. Und das ist dann manchmal schon echt fies, wenn sie die so mies verstecken. Kleine Abkürzung. Auf den kleinen Elektroherber können wir ein bisschen warten. Ich habe die Viecher immer früher tot beleidigt. Da kam dann eine meiner Moderatorinnen auf die Idee, die Elektroherber zu nennen, damit ich nicht mehr so viel beleidige in meinem Stream. Wobei ich immer noch der Meinung bin, dass es zu Recht war, aber... Elektro-Herbert hat dann einfach besser geklungen. Keine Enten. Sind hier nicht erlaubt. Ja. Warum auch immer. Wir wollen keine dreckigen Enten. Bisschen Zeit, bevor wir ja nochmal zu einem bisschen tricky Ende kommen. Das ist nicht gut. Da habe ich gewirbelt, aber er hat die Kiste nicht zerstört. Und dann war ich überrascht. Du musst Pixel Perfect wirbeln. Könnte man meinen, ja. Vor allem dann noch einen zweiten hinterher. Das ist natürlich ein bisschen schade jetzt mal wieder. Die Maske nehmen wir trotzdem mit. Bei den Positionen ist es übrigens früher sehr, sehr oft passiert, dass ich zu früh nach dem Aufkommen geslidet habe. Und dann kam immer dieser Glitch, dass ich dann automatisch den zweiten Sprung mache, anstatt den ersten. Deswegen bin ich an den Stellen jetzt immer noch ein bisschen mehr am Aufpassen, dass ich nicht zu früh anfange zu sliden. Dachte ich halt früher immer, das wäre ein Drop-Input oder so vom Controller. Bis es dann halt aufgefallen ist, dass es liegt daran, dass man zu früh slidet. Ich weiß jetzt nicht, warum ich so schnell auf einmal war. Du wieder auch wieder zu früh oder? Bitte? War das auch wieder zu früh geslidet oder weißt du? Nee, da weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, was das war. Ich war auf einmal ich vermute, da hatte ich einen Triple Spin Boost aus den Slide Spin. Ich würde eigentlich normalen Slide Spin machen, aber hatte wahrscheinlich das Timing genutzt, wie ein Triple Spin ist und hatte deswegen diesen Geschwindigkeitsboost, wo ich ihn da in dem Fall jetzt eigentlich nicht haben wollte. Mhm.
Das ist eigentlich der schwere Part. Da musst du warten, ja? Hier muss ich eh warten bei die Plattform. Mhm. Was später kommt, man kann zwar auch eher triggern, indem man einen Damage Boost macht, kann man zwischen diesen Elektroviechern einfach durchspringen. Aber ist zu risky gerade. Hast du nur zwei? Ist nicht zu risky, die Sache ist eher, dass ich die Maske behalten würde. Weil wenn hinten raus auch noch was passiert, habe ich lieber die Maske. Mhm. Und für die Time Trial, für die Zeit, ist das nicht notwendig. Und dann unbedingt da diese 3 Sekunden zu sparen, ist dann auch nicht wert, wenn man dann doch noch mal irgendwo mehr sterben würde. Mhm. Verwundbarkeit und jetzt muss man auf eine Plattform warten. Ja. So, diesmal nicht von der Kiste abspringen, das wäre ganz lieb. Hier sind die Cycle auch mal ein bisschen random, ob man da auf die Plattform warten muss oder nicht. Oh mein Gott. Wir haben es gleich geschafft. Ja. Ihr könnt ein bisschen durchatmen, hoffentlich. Gleich. So, jetzt könnt ihr durchatmen. Holy shit. Ja, krasse Stage auf jeden Fall. Wirklich krass. Und da haben wir nur noch 2 Level vor uns. Das Ende ist dasselbe, weil das wieder ein Timeline-Level ist. Und in dem Level werden wir jetzt nochmal alle Masken exzessiv nutzen. Mhm. Also wirklich mehr nutzen geht, glaube ich, gar nicht von den Dingern. Ich hoffe, dass ich keinen Akku verliere. Dann kann man nämlich am Ende auch nochmal eine schöne Triple Spins Wett machen. Mhm. Also zumindest nicht extra verliere, weil einmal werde ich sowieso zwischendurch Damage boosten, aber das ist immer eine andere Sache. Direkt hier durch Neocortex Hogwarts. Ist auch ein richtig gutes Throwback zum ersten Teil, wo quasi das Design genauso ist. Ja. Nur halt mit nicht ganz so extrem Platforming Parts. Also ich weiß nicht, warum die Bude jetzt auch immer so baufällig ist, aber bei Crash 1 sah die noch nicht so aus. Ein kleiner Damage Boost. Gehen wir einfach direkt hoch. Oh, nice. Und hier kann man auch ein bisschen sich mal auf den Segel draufstellen, warum auch nicht. Hm. So, und wir haben die Triple Master vorne gleich. Dann geht's hoffentlich nochmal gut ab. Was war denn das für ein Dude? Ja, das wäre eine gute Frage. Wenn wir das erfahren könnten, warum der darunter gefallen ist. Nee, das erfahren wir eigentlich in dem Timeline-Level, was danach kommt. Okay. What? Werden wir sehen. Vielleicht. Wir werden es leider nicht sehen, weil die ganzen Cutscenes in den Teilen. Werden wir nicht sehen. Deswegen habe ich jetzt gesagt. Okay. Es ist so ein Punkt, wo man halt so einen Timeline-Unterschied hat, warum wenn jetzt hier was bei Crash passiert ist. Das ist ja krass mit den Masken. Das ist ja wirklich alle gleichzeitig. Ja. Nochmal alles vorneweg, also gerade beim ersten Mal durchspielen ist das Level wirklich das, was mit am meisten bricht. Aber dafür hat es eine der einfachsten Entwicklerzeiten, also mein Rekord ist 30 Sekunden vor der Entwicklerzeit. Mhm. Und das ist dann schon so ein Level, wo ich mir dachte, wenn die Spiele da gut durchkommen, wird ihm zumindest wirklich eine richtige Belohnung dargeboten, wenn man die Zeiten eigentlich nicht braucht. Aber ist dann schon was Cooles, wenn man das dann selber erreicht hat. Wäre Time dann hier am Ende von dem Level oder? Bitte? Also die Zeit für den Run, dass er vorbei ist. Wenn du am Ende vom Level bist, dann. Würde ich jetzt sagen, genau. Das, sobald ich ins. Weil dann hast du dann eben alle. Genau. Relics, die Time Relics dann gesammelt, ne? Und danach wird man dann noch in die Lashback Tapes gehen. Manchmal fliegen diese Fledermäuse nicht, das ist auch immer sehr schade. Dann reicht die Reichweite nicht. Und hier muss man auch einen schönen Damage Boost machen in dem Level. Das heißt, die Masken, die man hier mit Cortex bekommt, kann man nicht wirklich verwenden, weil eigentlich muss man sowieso von hier an
alles opfern, was man hat. Und dann kommen wir jetzt nochmal zum Crash-Trail. Ich habe keine Ahnung. Ich mache einfach weiter. Ende ist immer noch mal so ein bisschen nervenaufreibend, gerade dieser eine Sprung auf diesen kleinen Laser. Und dann sind wir durch mit den Time-Trials. Time. Time? Okay. Das wäre Time, genau. 2:1:46 für ja, nice. Danke schön. Time Relics. Ja, ey, du hast gesehen, wie durch wie ich hier war die ganze Zeit. Genau, mal damit nochmal die Übersicht, 38 von 38 Platin-Zeitrelikte. Geil. Das heißt, dann quasi auch alle bekommen gehabt. Du willst noch die Flashback-Tapes dann hinanpacken. Genau. Dann ich würde jetzt noch Any% Flashback-Tapes anpacken. Das heißt, jedes Flashback-Tape reingehen und so schnell wie möglich zum Ende. Mhm. Ohne auf die Kisten Acht zu geben. Kann man in jedem Level sammeln, wo es auch hier in der Übersicht ist. Dann muss man bis zu diesem Punkt kommen, ohne zu sterben. 21 Stück sammelt man insgesamt ein. Das sind immer noch mal so kleine Challenges-Levels, wo man schon ein bisschen überlegen muss, gerade wenn man alle Kisten sammeln will. Ich gehe jetzt aber nur rein und beende jedes Level von denen so schnell wie möglich. Mhm. Und das ist dann die Kategorie für All Flashback Tapes da 4. Mhm. Genau. Okay, super. Gut, dann hau rein und mach den Countdown. 3, 2, 1, let's go. Gleich 2 Runs in einer Folge? Wer hätte das denn gedacht? Speedrandale, ihr seid doch verrückt. Und das ist jetzt tatsächlich die Kategorie, wo es sehr gut losgeht, der hat einen Weltrekord hat. Okay. Weltrekord aktuell beim ohne Ladezeit 11 Minuten. Die scheinen aber auch knackig zu sein. Die scheinen aber wirklich knackig zu sein, ja. Also die Flashback-Tapes sind wirklich so eine Challenge. Gerade weil man hier auch ein paar Bugs aus dem Weg gehen muss, der hier sehr oft der Fall ist. Der ist nämlich, wenn man über einer Kiste ist und einen Doppelsprung machen will, aber sich dabei in irgendeine Richtung bewegt, geht der Doppelsprung aus irgendwelchen Gründen einfach nicht. Ich vermute immer ganz stark, das liegt daran, weil das Spiel denkt, du willst von der Kiste, die unter dir ist, hoch abspringen. Mhm. Und ja, dann fällst du einfach straight runter, anstatt einen Doppelsprung zu machen. Das sieht dann besonders blöd aus. Okay. Der Filter hier macht es auch nicht gerade leichter, muss ich sagen. Er ist voll cool, so für den Look. Zum Spielen? Weiß ich nicht. Hier gibt es aber auch Checkpoints, ja, in diesen Stages. Genau, es gibt immer einen Checkpoint pro Stage. Und wir probieren jetzt einfach so schnell wie möglich in jedem Level zum Ende zu kommen. Die ersten sind immer noch ein bisschen, nicht einfacher, aber zumindest mehr straightforward. Was auch immer ganz lustig ist, wenn ich sehr schnell bin, dass sich Cortex von der Zeit her selbst überholt. Das heißt, der redet dann 2 Sachen gleichzeitig. Weil er einfach nicht damit gerechnet hat, dass ich zur nächsten Line von ihm schon komme. Sind wir schon im 4. Muss auch mal ein bisschen gucken, dass ich die Zahl behalte. Das ist nicht immer das Einfachste. Mhm. Gerade weil man muss das Level beenden, wenn das gerade so verwischt ist, sag ich mal. Das heißt, man hat da nicht immer die Nummer vom Flashback-Tape in der Überblick. Auch mit der Classic-Musik. Genau. Alle Musik, die hier in den Flashback-Tapes sind, das ist richtig cool, finde ich, sind aus der Insane Trilogy. Mhm. Also jegliche Musik, die hier gewählt wurde, ist wirklich auch zu dem Motto passend, Flashback, also Rückblender, zu dem, wie es damals war. Man sollte gute Beginner-Trap. Man sollte nicht ganz so weit sliden.
TNTs kann man auch so zerstören. Auch nicht das Einfachste, aber man kann im Fallen wirbeln und dann wegspringen, bevor die explodieren. Ja. Das war jetzt gerade der Trick. Oder wie hier, man kann an TNTs vorbeiwirbeln im Fallen. Das ist aber nicht ganz so easy. Jetzt das noch einmal probieren, weil das ist wirklich nicht einfach, wenn ich dann nehme ich die Section halt nochmal mit. Das ist aber auch nervig. Ein sehr knappes Timing, ja. Genau, ist ein sehr knappes Timing, weil man darf halt auch nicht zu nah dran sein oder zu früh wirbeln, weil sonst einfach die Explosion vom TNT erwischt. Es wart halt direkt mal 3 Sekunden, wenn ich diese Zeit auf dem TNT warten muss. Das hier ist ein ganz cooles Save. Hier hat man lange, lange, lange überlegt, kann man irgendwie diese Nitros am Anfang wegmachen? Die Antwort ist ja, man kann. Ist aber auch ein sehr präziser Trick. Ah. Aber es lohnt sich, den mehrfach zu probieren, ne? Und den lohnt sich auf jeden Fall. Das war auch mal das erste Tape, was ich in meinen Runs gemacht habe. Mhm. Immer wenn der maximal nach dem zweiten Versuch nicht funktioniert hat, war es direkt ein Reset in 3 Sekunden. Mhm. Eher das so die Reihenfolge, wie du, wenn du das zum Beispiel streamst oder so, dann angehen würdest, also erstmal die Time-Dingsicht und dann die Tapes, weil du die ja einsammelst, dann würdest du nacheinander spielen. Genau, also die Reihenfolge kann man sich frei aussuchen. Rein logisch ist es völlig egal, wie man es macht, weil man muss ja zum ersten Mal bis zum Triple Spin durchspielen. Mhm. Und nachdem man den Triple Spin hat, kann man dann quasi in die Reihenfolge gehen, wie man möchte. Die meisten gehen dann direkt in die Tapes rein, weil sie nicht unbedingt das Beliebteste sind. Gerade halt, weil sie auch so challenging sind. Schnell weg haben dann, ne? Bitte? Dass man sie schnell weg hat dann direkt. Danach. Genau, dass man die schnell weg hat. Ich mache die Tapes sehr gerne. Deswegen kommen die bei mir auch mal als allerletztes im Run. Mein 106% dann einfach, weil ich dann nochmal was habe, worauf ich mich freuen kann. Mhm. Und manche beenden das mit Inverted, wo man nochmal alle Kisten sammeln soll. Oh. Also da kann ich nicht verstehen. Das mache ich immer als zweites, nachdem ich den normalen Modus gemacht habe, damit ich es hinter mir habe. Und dann komme ich noch zu meinen freudigen Flashback-Tapes und Time-Trials. Aber hinten raus mit Inverted würde ich sehr, sehr ungern arbeiten. Hey, wer hat den Geburtstag? Coco. Coco wurde gerade geboren. Oh. Meine kleine Schwester. Lecker Wumperkuchen. So, in dem Tape gibt es einen krassen Skip, in dem man einfach durch diese Nitros, die im Boden sind, springt quasi. Das ist aber der Trick, für den ich meine 300 bis 400 Frames haben möchte, deswegen werde ich ihn jetzt nicht machen. Mhm. Ansonsten könnte man hier straight runter auf Nitro springen, mit präzisem Movement, wenn man genau zwischen zwei Nitros ist, dann der Explosion von beiden Nitros ausweichen. Aber das klappt halt bei sehr, sehr hohen Frames am besten. Mhm. Das ist auch der Grund, warum ich das jetzt nicht mache. Würde sonst dann, glaube ich, ein bisschen mehr Zeit kosten, als die man einsparen würde. Wir warten doch nicht auf die Treppe. Ah, sieht auch viel extremer und länger. Die Level hier werden am Anfang. Okay, kurz, knackig. Jetzt knackig, knackig. Ja. Wir sind jetzt bei der Hälfte. Das ist Tape 10 von 21. Das Schöne ist immer bei meinen Runs, das nächste Tape ist das letzte, was ich mit Crash Bandicoot spiele. Jetzt habe ich zum Beispiel zu spät Level Select gedrückt, deswegen müssen wir uns das jetzt angucken. Mhm. Normalerweise skippe ich das halt, indem ich direkt am Ende vom Level Select drücke quasi. Und das ist das letzte Level, in dem man mit Crash spielt. Bei den nächsten 10 Rückbänder muss man mit Coco spielen. Und bei mir ist es natürlich dann auch immer schön, wenn ich dann so nach, ich sag mal, 7 Stunden, 7,5 Stunden Spielzeit, kann ich mich gebührend von Crash verabschieden. Mhm. Abend. Hat dann Feierabend. Freut sich auch immer mein Chat, dass ich dann Coco noch spielen muss. Aber hier kann man dann quasi nochmal einen gebührenden Abschluss feiern, auch wenn man hier nicht wirklich schnell machen kann am Ende. Man muss auf die Kisten am unten drunter warten. Und da kann man noch mal ein bisschen Spaß haben mit Crash. Autoscroll. Zwischendurch auch mal okay bei der Geschwindigkeit, die wir bisher hatten. Na gut.
sein muss. Hier. Hier ist eine Kiste, auf der man stehen kann, warum auch immer. Habe ich noch nie kapiert. Mir nur gerade so eingefallen. So, und dann kommen wir jetzt zu den Tapes von Coco. Die ersten beiden, warum auch immer, kann man starten, während der Bildschirm noch schwarz ist. Das heißt, ich habe ja schon die ersten 10 Meter gemacht, obwohl man noch nichts gesehen hat. Das ist auch mal ganz spannend. Ich ärgere mich immer, wenn ich das in meinen Runs vergesse. Weil man da schon ein gutes Stück vorankommt. Nice. So, auch hier nochmal ein Level, was sehr Nitro-Jump-lastig ist. Das heißt, bei hohen Frames einfach auf die Seiten von Nitros schwimmen. Ja, schade. Ja. Mhm. Aber selbst mit Tod spart das noch mehr Zeit, als es sonst brauchen würde. Ja. Ah. Hätte ich ein Stück weiter links gemusst, schade. Das ist so ähnlich wie der Jump in Mario World. Oh ja. Könnte man meinen. Wahrscheinlich nicht ganz so präzise, aber ähnlich. Ist nicht frame-perfect. Ich habe ja auch schon ein paar Jumps gemacht, sag ich mal. Ich habe ja auch mal so ein bisschen mit Super Mario World angefangen. Nicht viel, aber ein bisschen. Aber das ist auf jeden Fall leichter als Jumps. Ja. Level-Select ist manchmal ein bisschen komisch, wenn man nichts sieht. Mhm. Ja, du hast im Hinterkopf hast du immer dann mitgezählt und dann wie viel muss ich schnell runter? Ja, normalerweise habe ich meinen Split-File drin stehen, wie oft ich drücken muss. Also ich könnte es mir rein theoretisch auch merken, aber irgendwie vergesse ich oft, in welchem Tape ich gerade bin. Also zumindest die Nummer von dem. Das Spin hört sich bei ihr ein bisschen komischer an. Oder hört sich das nicht anders an? Das hört sich anders an, das ist völlig richtig, ja. Aber es ist halt dieselbe Animation. Sieht auch ein bisschen anders aus, wenn man mal hinguckt. Gerade der Slide-Spin. Der sieht irgendwie aus, als ob der ein bisschen höher wäre. Aber es ist von der... Hört sich ein bisschen an wie so eine Ketchup-Flasche. Auch ein guter Vergleich. I cannot unhear it. Ja, sag ich ja. Jetzt haben wir, glaube ich, schon Tape 18. Also noch 4 Stück haben wir vor uns. 18, 19, ja, 21 dann. Oh. Nochmal gerettet. Das war eigentlich nicht geplant. Sind aber auch knackige, aber auch geile Level irgendwie. Ja, die sind echt knackig und geil. Ja. Interessant wenn die halt auch nochmal auf einer völlig anderen Ebene, wenn man die mit allen Kisten spielt. Hm. Deswegen finde ich auch so geil und hab die auch so hart gegrindet, weil das auch zwei unterschiedliche Kategorien sind, die die Level auch wirklich komplett strukturieren. Generell bei Crash Runs habe ich auch das Gefühl gehabt, dass die Kategorie mit allen Kisten einsammeln bei fast jedem Crash Game sehr beliebt auch ist, ne? Ja, bei Crash 4 jetzt ehrlich gesagt nicht so. Gerade die Maximalkategorien mit 106% haben, glaube ich, weltweit nur 8 Spieler bisher gemacht. Okay. Und die meisten, die es probiert haben, haben auch gesagt, nee, ich mach's nie wieder einfach. Ich erinnere mich auch bei GDQs mal Crash Runs gesehen zu haben, wo die alle Kisten einsammeln. Jetzt nicht von den Crash, aber ich glaube, das war vom Dreier. Das ist aber natürlich nochmal ein besonderes Ereignis. Ja, natürlich. Da nehme ich alle Kisten ausnahmsweise mal mit. Na, außer TNT und so natürlich, ne? Die gelten auch. Sonst kann 100%. Die Kategorie machst du dann. Ja, ja.
Nur TNT. Alle TNTs mitnehmen. Jeden Tod, den es im Spiel gibt, einmal sterben. Max Death Percent. Hängst du aber lange hier. Und der letzte oder vorletzte? Müsste jetzt das letzte sein, aber ich gucke nach dem Ding lieber nochmal nach. Aber eigentlich ist es das letzte. Kann sein, dass ich vielleicht irgendwo... Ja, dann checkst du danach nach. Wenn es ist, dann sagst du Time. Okay. Okay. Ich habe mir gemerkt, 13,45 wären es. Eigentlich schon wirklich so gut, wenn das wirklich so wenig ist. Der Anfang war ein bisschen belastend. Im ersten Tape gleich zweimal im ersten Level. Aber nee, eins fehlt noch. Einer fehlt noch. Welches fehlt? Das fehlt. Einfach so übersprungen. Unglaublich. Crazy. Oder vielleicht noch zum Abschluss. Aber dann sind wir wirklich durch. Das war sehr energie. Also da weiß ich manchmal nicht, warum mich dieses Nitro da trifft. War natürlich die letzte Möglichkeit zu sterben, also, die muss man natürlich nochmal mitnehmen. Ja. Oh. Fast deathless der Run. Du willst einfach nicht, dass Speedrandale jetzt schon vorbei ist. Ja. Das sowieso nicht. Aber wir haben noch 2,5 Stunden danach, oder? Wie war das? Ja, ja. So, jetzt ist es time. Alright. 15:11 waren wir dann. Dankeschön. Ja, geil. Ja, sehr schön. Also, wie so oft, ich bin häufig immer mitgenommen von den Sachen, obwohl ich nichts gemacht habe, wie Tuxedo Mask. Aber ein wunderbarer Run, also zwei wunderbare Runs. Ja. Freut uns sehr, dass du uns die gezeigt hast. Sehr nochmal, also wir hatten es immer mal eingeblendet, twitch.tv/StefanGose. Genau. Ne? Also, so könnt ihr gerne mal draufgehen. Hast du feste Streaming-Zeiten? Nee, habe ich nicht. Also, ich stream eigentlich, weil ich Lust habe, das ist eigentlich fast das ganze Wochenende durch. Mhm. Aber ansonsten richtig feste Zeiten habe ich nicht. Also aktuell viel Crash-Content, aber ab und zu mal gegebenenfalls sowas anderes. Richtig, genau. Ja. Wenn ihr mitmachen wollt, ihr wisst Bescheid, speedrandale@rocketbeans.tv könnt ihr euch bewerben oder direkt bei dir Bescheid sagen, @simiclove bei X oder twitch.tv/simiclove101. Heute der große Spyro the Dragon Marathon bei dir, ne? Ja. Ja, siehst du? Vielleicht. Er hat ja gesagt. Vielleicht. Also, so ist es. Und allgemein bedanken wir uns natürlich wie immer bei euch fürs Abonnieren, Glocke läuten, liken. Ihr wisst, wie das bei Social Media funktioniert. Könnt ihr natürlich auch gerne im Supporters Club unterstützen. Für die Leute, die schon machen, sagen wir natürlich auch nochmal extra Danke. Und ansonsten bleibt uns nur noch zu sagen, tschüss, bis dann. Ne? Bye, bye.